neuen Folge von Keep on Rolling, wo Impro-Schauspieler und Impro-Schauspielerinnen Dungeons and Dragons spielen. Dungeons and Dragons! Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt in unsere illustre Runde. Wir beginnen wieder mit ein paar kleinen Ankündigungen, um dann so schnell wie möglich uns ins Getümmel stürzen zu können. Und da darf heute der liebe Kevin die Follows und Subs vorlesen. Sandy hat ihn bestimmt. Ja, da habe ich vorhin bei der Vorbereitung noch so einen kleinen Zettel bekommen. Ich frage mich, was da drin steht. Das Rechte musst du nicht vorlesen. Lieber Kevin, lies die Subs und Follows mal sexy vor. Smooth Talking Voices. Herz Sally. Okay, dann werde ich mal die schönen, feinen, smooth Sex Voices bringen. Und zwar die lieben Follows, die kommen von The Blind Guardian, Endorax, Glimmer, Unftitz, Johnny Crit, Marie Joana, Blueberry Knight, Quiet and Simple 92, Selten auf Papier, Campo Basso 1993, Vanessa Kill, Carsten W., Vollzeitprinz HD und Mr. Entspannt. Sehr schön. Und die ganz besonders lieben Leute, die nämlich einen Sub verteilt haben, sind einerseits Jonato 51 und Schattenengel. Die Spenden gehen natürlich an den gemeinnützigen Verein Improfabrik, wodurch unter anderem diese Show hier unterstützt wird. Vielen Dank. Und vielen Dank, Kevin. Genau, well done. Das ist aber auch ein paar Premium-Namen dabei. Auf Mr. Entspannt fand ich sehr passend. Sehr, sehr nice. Ein schöner Abschluss. Ja, vielen Dank für euer Interesse und eure Unterstützung für dieses Projekt und natürlich auch den Verein dahinter, wie gesagt, die Improfabrik, die sich für Workshops und Lehrgänge in Richtung Impro-Schauspiel einsetzt in Berlin und auch darüber hinaus. Yes. Und ja, wir hoffen, dass wir bald auch wieder da etwas mehr mit den Menschen machen können. Mit anderen Menschen mit auch anderen mal. Menschen. Was? Das außer geht. Hier immer diese. Und so live vor allem. Das so, ist ja, so ja. Das Ding. Ja, also mit live. Anfarbe. Also mit Anfassen. 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 Und mit 50 Leuten in einem viel zu kleinen Raum im Publikum. Oh so. Ja. 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 Und dann ja. Back. Ja. Ja, ansonsten hat Fabio noch eine kleine Ankündigung für uns. Ach so, ja, genau. Und zwar habe ich beschlossen, vorletzte Woche schon, dass ich jetzt einmal die Woche mir die Mühe machen werde, eine Highlight-Szene aus der jeweils letzten Folge rauszuschneiden, die dann nochmal als eigenes Video bei YouTube hochgeladen wird und immer freitags 18 Uhr dann veröffentlicht wird. Dann könnt ihr quasi vielleicht noch mal die Highlight-Szene gucken oder sie mit Freunden teilen, wenn ihr der Meinung seid, das war ziemlich cool und ich möchte meinen Homies aber nicht irgendwie so ein 3-Stunden-Video verlinken. Das gucken die sich eh nicht an, sondern lieber so eine 10-15-Minuten-Folge, wo sie vielleicht auf den Geschmack kommen. Dann ja, sind diese Highlights vielleicht was für euch. Ja, ich freue mich sehr. Wir sind ja hier ein relativ kleines Projekt und es ist schön, dass wir doch noch uns irgendwo aus den Rippen noch ein bisschen Arbeitsleistung quetschen, neben den ganzen Privatleben, die wir noch haben. Welches Privatleben? Ja, welches Privatleben. Aber wir machen es ja gerne und wofür wir das alles eigentlich machen, ist ja auch der Spaß am Spiel. Und ich würde sagen, was? Den gönnen wir uns jetzt in dieser Folge von Keep on Rolling Palterra.
gehen in unsere Sitzung am heutigen Tage. Die Sitzung ist eröffnet. Die Sitzung ist eröffnet. Tagesordnungspunkt 1. Der Vorsitzende hat das Wort. Wir beginnen natürlich mit einer kleinen Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Auch wenn euch die Ereignisse mit den Magiern der Konklave noch in den Knochen stecken, bleibt keine Zeit für lange Pausen. Durch einen vorbereiteten Kreis der Teleportation von Markus Glendriel Latrale konntet ihr die Strecke von der Südgarnison bis nach Wurzelheim im Bruchteil eines Augenblickes zurücklegen. Dort angekommen fandet ihr Zuflucht bei einer Familie, welche Abby bereits einmal Asyl gewährt hatte. Und wie es der Zufall will, war deren Name Nackel. Die Familie von Nyx. Nachdem ihr eure Gemüter im örtlichen Gasthaus beruhigt hattet, tauchte plötzlich aus einem Baum auch die verschollene Nyx wieder auf. Scheinbar hatte Tante Ella, mit der Helemis bereits Kontakt hatte, für ihre sichere Rückkehr gesorgt. Auch wenn Nyx zwischenzeitlich kurz durchblicken ließ, dass dies wohl mit einigen schwerwiegenden Komplikationen verbunden war. Eure gnomische Druidenfreundin bestärkte auch nochmal euer nächstes Ziel. Die Baumhirtin Azula, tief im Waldreich von Lianthel. Und glücklicherweise kannte Nyx nun auch den Weg dahin. Erster Halt, Kreuztal. Die einzige von den Waldelfen geduldete Siedlung von Außenseitern in ihrem Wald. Auf dem Weg dorthin begleitet ihr eine Karawane um den beleibten Zwerg Bomund, der sich bereits andere Reisende angeschlossen haben. Der Künstler Serge de Chanvre mit seinen zwei Pagen und eine verschlossene Tieflingfrau, die Illuminus Interesse geweckt zu haben scheint. In den ersten beiden Tagen eurer Reise fiel euch neben den nervigen Insekten auch auf, dass viele der Pflanzen in diesem riesigen, sonst so behüteten Wald krank wirkten. Doch konntet ihr nicht näher ran, um sie zu untersuchen, da das Verlassen des Pfades für Außenseiter scheinbar verboten ist. Schlussendlich gewann aber die Neugier und ihr ließ die Karawane weiterziehen, um einen kranken Baum abseits des Weges zu untersuchen. Der Zauber Magie entdecken bescherte Juna den raschen Fund der Ursache für den Zustand des Baumes. Eine eingravierte Rune, welche eine Aura von Beschwörung ausstrahlte. Doch das war nicht das einzige Besorgniserregende. Aus der aufgeschnittenen Rinde des Baumes troff in dickflüssigen, glänzenden Bahnen eine rote Flüssigkeit. Blut. Was möchtet ihr nun tun? Nun, wollen wir nun etwas Zeit nehmen, uns diesen Baum genauer anzuschauen oder weiter gehen? Also ich finde das ja schon sehr interessant, aber wie kann das Blut sein? Also Harz würde ich ja verstehen, aber vielleicht wurde jemand im Baum versteckt, beerdigt. Auch eine Entscheidung. Ich brauche nur 10 Minuten länger. Ich habe den Zauber nicht vorbereitet. Ich will was versuchen und ich lege eine Hand auf den Baum und zaubere Wunden heilen auf erster Stufe. Okay. Das Leute. Ja. Sag, ich würfel ja. demnächst. Würfel? Ja, würfel mal bitte. Das ist eine 4, aber ich bin besonders gut darin, also muss ich nachgucken. Oh Gott, plus 7 plus 12. 12, okay. Du wirkst den Zauber, der in Palterra nicht so bekannt ist. Also magische Wundheilung ist erst in der letzten Zeit schon mal wieder aufgetaucht und war bis jetzt nur in verschlossenen Druidenkreisen noch bekannt. Für dich allerdings, da du aus einem abgelegenen Tal kommst, wo dieses Wissen nie verloren gegangen war, ist es etwas Alltägliches. Du kennst diesen Zauber schon ewig und als du ihn wirkst, passiert allerdings etwas, mit dem du nicht gerechnet hattest. Du sendest diese lebensspendende Wärme von dir aus, die dir deine Göttin gibt. Aber anstelle, dass es die Rinde sich schließt oder das Bluten aufhört oder irgendeine heilende Reaktion einsetzt, strömt noch mehr Blut heraus. Ach. Und Juna bemerkt wieder eine Welle dieses Hasses,
die sie von der Pflanze aus überrollt. Okay, ich gehe einen kleinen Schritt zurück. Ich gehe auch einen Schritt zurück. Werde mein Buch aufmachen und Ritualzauber 10 Minuten identifizieren. Identifizieren. Ich halte währenddessen so halb den Blick zur Karawane und zur Tieflingdame, wie da so der Status ist und wie weit sie sich von uns entfernt haben. Und wofür mal auf Wahrnehmung? Ich halte den Rücken frei, Juna. Ich glaube, ich kann dafür sorgen, dass wir schnell wieder zur Karawane kommen, aber das ist gerade wichtiger hier. Und ich starre den Baum an und während du identifizieren zauberst, würde ich auch mit Pflanzen sprechen. Mhm. Ah ja. Mhm. Moment, wir machen hier kurz die Wahrnehmung noch. 21. Die Karawane, ihr hattet ja der Karawane gesagt, dass sie weiterziehen soll und dass ihr sie schon einholt. Und tatsächlich dadurch, dass sie ab und zu mit ihren Wagen an Wurzeln oder verschiedenen steinigen Stellen des Pfades zu kämpfen haben, ist das auch sehr wahrscheinlich. Und deswegen ist es schwierig, sie auszumachen, weil sie schon ein Stückchen weiter gegangen sind. Aber du schärfst deinen Blick nochmal, konzentrierst dich und siehst die Wagen ein Stückchen weiter den Weg hinauf. Ich versuche zumindest den Weg mir halbwegs einzuprägen, damit wir sie schneller einholen können. Also sie scheinen auf alle Fälle, ihr habt auch bis jetzt in diesem Wald von voller riesiger Bäume und dichten Unterholz und Gestrüpp und diesen endlosen verschiedenen Tieren, die hier leben, habt ihr bis jetzt auch nur diesen einen Pfad gesehen, der Menschen geschaffen oder halt von Humanoiden geschaffen ist. Also gehst du davon aus, dass es relativ leicht wird, ihnen zu folgen. Mhm. Die Tiefling-Dame wartet noch am Wegesrand, allerdings noch ein Stückchen weiter hinten, um sozusagen euch zwischen sich und der Karawane zu haben. Mhm. Oder nicht? Aha. Oder nicht? Guck. Ich auch langsam auch nicht mehr. Guck unten auf dem Boden, ob ich irgendwie am Baum, um den Baum herum Spuren sehe, Fußspuren oder was mir auffällt. Auf Überlebenskunst. Und du wolltest mit Tieren, mit Pflanzen sprechen, zaubern, ja. 6. So gut. Naja, Hillemis mit Adel, die muss irgendwie nicht... Der Dreck. Du findest tatsächlich sehr viele Spuren, allerdings so überlappend und so undeutbar, weil hier scheinbar doch recht viele Tiere auch noch unterwegs waren. Aber du kannst nichts zuordnen, ob das jetzt... ob da hier vielleicht jemand hier war, ein Humanoider, ob hier einfach nur viele Tiere durch sind oder ob es sind viele Spuren da, aber also es wirkt nicht, als wäre hier alles tot ringsrum. Die Rune ist, sorry, dass ich nochmal reingehe. Ja. Ja. Ich würde erstmal kurz. Ja, ich gehe an den Baum ran und fasse ihn mit beiden Händen an und lege auch kurz meine Stirn dagegen und es für einen Moment sieht es aus, als würden meine Hände und die Stellen, die quasi den Baum berühren, die Rinde annehmen und so sich so quasi verschmelzen. Und ich gehe wieder weg. Was ist mit dir passiert? Und ähnlich wie Juna ist sein erstes Gefühl Leere. Nichts. Jetzt wäre da nichts, was irgendwie eine Stimme geben könnte. Und du konzentrierst dich stärker darauf, versuchst irgendwo etwas zu finden in dieser Stille. Irgendwo im Hintergrund hörst du leise, weggedrängt, fast weggeschoben, versteckt ein leises Hilfe. Was ist passiert? Du sprichst die Worte und es ist mal wieder Stille. Zweiflung. Und dann wieder. Ich will zurück. Scheint dich nicht zu hören. Oder nur weiter, um Hilfe zu schreien. Oh, shit. Die Rune ist Beschwörungsmagie. Von der Rune ging eine Aura der Beschwörungsmagie aus, ja. Von dem Baum selbst? Keine Aura.
Also keine magische Aura, die jetzt. Okay, es ist schon mal kein transmutierter Elf. Das, da bin ich schon mal froh. Okay. ja, irgendwann sind meine 10 Minuten auch vorbei. Juna arbeitet jetzt nach Ausschlussprinzip. Ich weiß nicht, was hier los ist. Es ist noch ein Stück Seele in diesem Baum. Aber ich weiß nicht, wie wir ihn retten können. Was ist, er hört mich auch nicht. Scheinbar. Was ist, wenn das Ding da, und ich zeig auf die Rune, vielleicht ich kann das wegmachen? Können wir die Rune sehen? Ja. Okay. Moment. Mhm. Mich eindeutig in den Baum geritzt. Wir können es gleich probieren. Ich würde noch gerne wissen, was es ist. Würfel mal noch zusätzlich auf Arcanis. Okay. Ist da die badische Inspiration, die ich dir direkt vorher gegeben hatte, noch drinne? Die habe ich noch. Stimmt, wo wir reingegangen sind. So, ne? In den Wald, ja. Und eins. 10. 10. Das behalten. Du identifizierst diese Rune und es ist schwierig, denn der Zauber, der dir sonst ziemlich schnell in klaren Worten oder besser gesagt in klaren Definitionen, in klaren Gedanken offenbart, was dort gerade Phase ist, wirkt unschlüssig, verworren. Du kannst nicht ausmachen, was genau es ist. Zwischen verschiedenen Eindrücken, die dich überfluten, bekommst du aber quasi eine Definition, die sich überschneidet mit einem Zauber, an dem du gerade arbeitest. Mach es weg. Ja? Ja. Ist es was? Mir das vorher abkopieren? Ja, also ihr könnt es hier jetzt aufzeichnen. Ja, ich glaube, es ist zu groß für ein A4-Blatt sozusagen. Nee, ich würde nicht abpausen, sondern abzeichnen tatsächlich so. Ja. Ich zeichne mir das ab, das kann mir bestimmt nochmal helfen. Dann würde ich mein heiliges Symbol nehmen und es auf die Rune legen und Magiebannen wirken. Dann würfel bitte einen W20. Oder auf welcher Stufe wirkst du es? Oh, ja, stimmt. Ja, dritte Stufe. Dann W20. Und dann 10 plus dein Weisheitsmodifikator. Also was du würfelst plus dein Weisheitsmodifikator. 16. 16, okay. Du wirkst diesen Zauber und hältst dein Symbol an den Baum und es geht sein Pulsieren von dir aus in diesen Baum. Und für den kurzen Moment merkst du, wie etwas zurückdrückt. Als würde irgendetwas nach deiner Seele greifen und du ziehst dein Symbol schnell zurück, aber du merkst, dass die Rinde vor dir abblättert. Und darunter seht ihr Fleisch, Muskeln, geh noch weiter die noch zurück. Kurz zucken und sich weiter verkrampfen. Und die Rinde blättert weiter ab, bis ein großer Platz frei ist, dass die Rune nicht mehr ersichtlich ist. Und danach bleiben sie starr und verwandeln sich zu Holz zurück. Ja. Fleischbäume, cool. Eklig. War das was Dämonisches? Wartet, wie lange? Sollte noch 10 Minuten, ne? Ja, ich gehe wieder an den Baum. Was ist passiert? Ist weg. Ist weg. Ich denke. Kam hier rein. Mich hinausgeschoben, weggesteckt. Wer war das? Der Mann mit dem Messer. Wie sah der aus?
Mischung aus Mensch und Schlange. Okay. Mensch und Schlange. Also quasi eine Art Echse. Nein, nur seine Beine fehlten. Stattdessen hat er einen Schwanz. Oh. Okay. Er war geschmückt mit den Symbolen, die er in mich geritzt hat. Symbole? Mehr als dieses eine? Du merkst einen kurzen Moment, wie scheinbar die Pflanze versucht, sich selbst abzutasten, sozusagen gedanklich, und dann. Nein, ich hab nicht mehr. Aber er hat mehrfach geschnitten. An dieser Stelle. Scheiße. Jux, frag mal, wie lange das her war. Wie lang? Wann war das? Weiß nicht. Nicht sehen. Ich konnte nichts hören. Kannst du es schätzen? Wie viele gefühlte Tage und Nächte? Jahre? Jahrzehnte? Okay. Das kann nicht sein. Ist alles wieder okay? Ich glaube ja. Wir haben leider gerade nicht genug Zeit, sonst würde ich mehr machen, aber ich besinne mich kurz und stelle sehr behutsam meinen Stab an eine Wurzel des Baumes und zaubere Pflanzenwachstum. Und versuche das ein bisschen auf diesen Baum zu kanalisieren. Normalerweise ist es 30 Meter, ich weiß nicht, ob du das jetzt als Spielleiter durchgehen lässt. Ja, in die Höhe. Sehr gerne. Schöne Idee. Ja, tatsächlich, du setzt deinen Stab ganz behutsam auf und konzentrierst dich auf das Leben, was durch alle Dinge hier in Parterra strömt, so wie es dich die Druiden gelehrt haben, und versuchst es zu kanalisieren, versuchst es zu verstärken, und dem wird stattgegeben. Denn die Rinde gewinnt wieder an Farbe, kleine Knospen platzen auf den niedrigeren Ästen heraus, und du denkst, weiter oben bestimmt auch. Und die Stelle, an der die Rinde abgefallen war und das blanke Holz darunter zu sehen war, was vorher Fleisch und Muskeln waren, wächst wieder mit einer gesunden Rindenschicht zu. Und der Baum wirkt wieder lebendig. Ich wünschte, ich könnte es für jeden der Bäume machen, die wir gesehen haben. Geht noch anderen so? Ja. Und ich drehe mich zur Gruppe. Wir müssen zu Azula. Ja. Schneller. Das ist gefährlich. Wir sollten uns beeilen. Lass uns zurück zur Karawane rennen. Mhm. Mein Blick ist weiterhin fixiert auf die Tiefling-Dame, weil ich davon ausgehe, dass ich der Karawane ziemlich gut folgen kann. Mhm. Ob sie eher uns fixiert oder die Karawane? Oder den Baum. Mit deinem Wurf von vorhin lasse ich noch durchgehen. Sie wirkt nicht unbedingt fixiert auf euch. Sie guckt immer mal rüber, um sozusagen zu prüfen, ob bei euch alles in Ordnung ist, was da passiert überhaupt, was ihr da macht. Aber sie hat genauso ihre Augen die ganze Zeit. Wie ein Suchsystem überall im Wald. Als würde sie überall Gefahren wittern. Oder wie lange ist das? Mhm. Okay. Möchtest du mal hier entdecken noch auf? Dass sie was weiß, Illuminus? Vielleicht ist sie ja nicht durch Zufall hier, wie sie uns in der Kneipe hat glauben lassen. Vielleicht ist sie ja mit Absicht hergekommen. Wir werden es früher oder später entweder rausfinden, oder sie wird irgendwann gehen. Ich glaube, wir müssen weiter zu Azula. Wirklich.
Okay. Ich renn los, Richtung Karawane. Ich nicke nix zu und gehe wieder zurück zum Pfad. Während ich zurückgehe, würde ich mir gerne die Tiefling-Dame anschauen und schauen, ob es eine Illusion ist. Würfel auf Wahrnehmung? Glaube ich Nachforschung, oder? Na, Nachforschung müsstest du es... Ich müsste dann näher rangehen. Ja, also Nachforschung ist ja mit Untersuchen sozusagen. also dass du halt wirklich, also dass du jetzt, du musst sie nicht unbedingt anfassen, aber dass du halt hingehst und versuchst, verschiedene Lichtwinkel und sowas okay. mehr zu, aus der Nähe zu beobachten. Dann nehme ich die Wahrnehmung. 18. 18. Wirkt solide. Okay. okay, sie ist solide. Also du siehst, also es, du siehst auch tatsächlich, dass ab und an, wenn der Wind, und wie gesagt, wo ihr in Wurzelheim los seid, ist es etwas bedeckter geworden. Und es scheint jetzt nicht gerade die Sonne. Und ein leichter Wind weht auch durch das Blätterdach und wirft auch ab und zu ein paar abgefallene Blätter hoch und diese scheinen nicht durch sie durchzufliegen, sondern bleiben an ihr haften. Ich ziehe Marlo von dem Baum weg, damit er sich nicht an den Knospen schaffen macht und ziehe ihn zurück Richtung Karawane. Hat auf alle Fälle schon das Glitzern in seinen Augen. ich würde, so, während wir weitergehen, vielleicht noch mal ganz kurz mit euch in der Gruppe leise flüsternd. Ja. Ihr braucht eh noch ein Weilchen, bis ihr sie eingeholt habt. Also ihr seid zwar, wenn ihr normal lauft, schneller als sie mit ihrem Gepäck, aber sie sind trotzdem jetzt schon ein Stückchen weiter vorgegangen. Also ihr habt Zeit für euch. Achso, wir wissen das ja noch gar nicht mit dem Messer, mit dem Messermann. Ja, ich, während wir anfangen zu laufen, erzähle ich direkt alles, was mir der Baum gesagt hat. Okay. Das ist wirklich sehr beunruhigend. Menschen? Vor Wurzelheim. Die gleichen, die auf Wurzelheim angegriffen haben? Ja. Und das sind zwei Fakten, die tatsächlich wichtig für uns sind. Nummer eins ist, die Schlangenmenschen arbeiten mit den Dämonen zusammen. Und das weißt ist, du das? Symbol? Schlangenmenschen hast du doch gesagt. Halb Mensch, halb Schlange. Und jemand, der sich schmückt und mit einem Messer rumläuft. Lehrenmagie. Ihr habt beide Lehre gespürt. Ja. Das passt auch zu den Dämonen. Alles, was wir bisher über sie wissen, jedenfalls. Das ist nicht unbedingt Lehrenmagie. Nicht unbedingt. Aber um meine zweite Hypothese noch zu sagen, wir wissen, was das die Götter das da haben. Und ich zeige auf die Scheiben des Sardos. Artefakte. Jetzt mal ganz rein hypothetisch. Was hält eigentlich davon ab, Neta und die Dämonenfürsten auch Artefakte zu haben? Gar nichts. Ja. Ein Messer, womit man Dämonen beschwören kann. Eine Art Ritualdolch. Ja, das könnte sein. Ja. Und dieser Täter wäre dann ein Schamane irgendeiner Form. Sowas. Magier gewesen vielleicht. Du denkst, dass das da am Baum, dass da will jemand, da versucht jemand Dämonen beschwören? War das der Versuch, ein kleines Portal zu öffnen? Nun, was war das? Ich glaube, ich müsste euch langsam mit etwas reinkommen. Stellt euch vor, Ehren wäre mein Feind. Okay. Ehren kann einen Feuerball wirken. Ja. Wäre es nicht sinnvoll, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und dann halt Feuerbälle zu konstruieren vom Zauber her? Nein. Konstruieren? Ist es nicht besser, Wasserbälle zu kreieren dann? Ja. Wie meinst du? Also ein Zauber, der es ermöglicht, einen gegnerischen Zauber zu kopieren? So wie ich, wenn ich eine andere Kleidung annehme? Sozusagen. Luna, du kopierst jetzt aber nicht dieses Portal, oder? Ich habe noch nicht herausgefunden,
wie sie einen nicht angreifen. Das ist das Einzige, was ich nicht herausgefunden habe. Moment. Also du willst... Also wir wissen, es soll ein Portal gemacht werden, willst wo Dämonen rauskommen. Und du möchtest dieses Portal kopieren, ein Portal machen, wo Dämonen rauskommen und du sagst, du weißt noch nicht, wie man Dämonen bekämpft. Weswegen ich sie noch nicht einsetzen kann. Und das wird die absolute... Das wird die absolute Notlösung, wenn alle Stricke reißen und wir weg müssen, dann haben wir da was zum Ablenken. Du meinst, wenn alle Dämonen hier sind, können wir dahin, weil das ist leer? Nicht ein Dimensionsportal auf ihre Ebene öffnen. Die Welt geht einfach nur doppelt so schnell unter. Toll! Nein, sie will Feuer mit Feuer kämpfen. Also ja, Dämonen. Also mit solchen, die uns freundlich gesinnt wären, oder? Für kurze Zeit. So wie Hans. Ha. Was heißt für kurze Zeit? Und was passiert danach? Das ist ziemlich mächtige Magie. Also ist es möglich für... Ich glaube, es ist eine Aktion. Für eine Runde... für ungefähr so 6 Sekunden die Kontrolle zu übernehmen und zu sagen, mach das. Und wie gesagt, die absolute Notlösung. Also eine Art Befehl. Aha. Hat Juna, du hast ja die Rune abgezeichnet vom Baum. Hast du die noch irgendwo an dir? Irgendwie sichtbar in der Hand oder am Gürtel? Nicht. Okay. In meinen Notizen, in meinem Buch. Ich stelle mir gerade vor, wie wir so eine Yu-Gi-Oh! Arena erschaffen dadurch. Genau. Irgendwo in der Ecke schweben plötzlich so Lebenspunkte, Zahlen, so. Es ist halt, wie gesagt, es ist wirklich nur der absolute Notfall, weil ich denke, wenn wir das verstehen, wenn wir den Feind verstehen, dann ist es möglich, besser darauf einzugehen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen verstehen und beherrschen und nachbauen. Heißt das, du kannst einen Dämon hierher bringen? Noch nicht. Und dann kämpft er 6 Sekunden für uns? Und noch nicht. Danach müssen wir gegen ihn kämpfen? Womöglich. Vielleicht, oder es gelingt, dass er danach weit sofort von uns wieder verbannt wird. Weit genug von uns wegsteht. Wie gesagt, die absolute Notlösung. Okay, du bist ja noch nicht so weit. Das ist keine Notlösung. Also. Das ist einfach nur ein töte mich schneller. Ich meine, wenn andere Dämonen auf uns aus sind und du einen weiteren beschwörst, dann können wir davon ausgehen, dass er uns auch angreifen wird. Aber das ist ja genau ihr Plan, dass er das nicht tun wird. Warum sollten sie sich gegenseitig zerfleischen? Wenn er auf ihren Befehl hört, zumindest für ein paar Sekunden. Können sie sich... Aber was ist, wenn sie wissen, dass ihnen ein Befehl eingeflüstert wurde? Dann hat der Zauber nicht funktioniert. Okay. Mindestens in der Konzeption, wie ich das jetzt verstanden habe. Vorschlag. Du versuchst weiter herauszufinden, was das ist. Du machst nichts. Und ich stehe, klein wie ich bin, vor Juna und gucke dich wirklich durchdringend an. Okay, ich mache nichts. Ich versuche es zu verstehen. Indem ich den Zauber verstehe. Hände dabei zeigen. Indem ich den Zauber verstehe, mache ich nichts. Nichts. Gut. Ich werde den Zauber nicht benutzen. Ich gucke Juna eindringlich an und versuche zu verstehen, ob sie die Wahrheit sagt oder irgendwie das Verlangen hat, das zu brechen. Ich kreuze die Finger heimlich. Ich kann auf entweder täuschen oder überzeugen. Ich wollte eigentlich gerade dasselbe sagen. Ich kreuze die Finger heimlich hinter meinem Rücken für Juna. Okay. 15. 16. Na! Will ich das? Mit deiner passiven Wahrnehmung wahrscheinlich schon. Darf ich auf Heimlichkeit würfeln? Ja, auf Heimlichkeit. Ähm. 22. Oh, nee, dann? Dann nicht. Dann sieht sie es. Ja, schwer zu durchschauen. Also, ich bin auch wirklich ehrlich. Das ist wirklich die absolute Notlösung.
Das ist so, ich weiß auch nicht, ob es fünf sind oder nur einer. Das, ich bin gerade noch am Arbeiten. So einen fliegenden Dämon, auf dem man reiten darf. Gibt's sowas? Gute Idee. Ich kenne keine, obwohl, warte mal. Du hast doch welche ein paar Dämonen Bücher gelesen, oder? Welche Dämonen sind mir begegnet? Mir ist der Baigura begegnet und welcher, da waren noch welche. Weißt du das noch? Warte, wie hießen die? Oh. Kleinen, dicken, mit den kurzen Beinen, grau. Sind das Tasmen oder nee. Quasitz? Nee. Kleine, dicke mit kurzen Beinen klingt aufregend. Das solche, denen wir auf dem Schiff begegnet sind, eigentlich? Nee, das sind andere Sachen. Das waren auch gar keine Dämonen, glaube ich. Das waren keine Dämonen. Was sind die denn? Das waren irgendwelche Unterwasser-Unterweltenmonster. Ja. Ah. So im Deutschen heißen sie Mahnen. Ja, Mahnen. Okay. Wie gesagt, also. Ich finde, genau, ehrlich gesagt, den Gedanken sehr interessant. Ich glaube nur. Er ist ja dumm? Nein, ich glaube, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber ich bin dankbar, dass du so viel Ahnung von Arcana Magie hast. Muss ich ja irgendwann einsetzen, wenn wir bei den Hochelfen ankommen, werde ich sowieso gelyncht. Meinst du? Vielleicht, Ich klopfe Yuna kurz auf die Schulter, guck sie kurz an. Pass einfach nur auf, was du tust. Und ich gehe noch weiter voran und versuche, die Karawane schneller einzuholen. Wenn du einfach nicht zauberst, während wir bei denen sind? Ich kann ja einfach... Merkt doch keiner, dass du zaubern kannst. Ja. Ich habe das hier und ich ziehe einen rostigen alten Dolch raus. Ich meine, das ist das Einzige, was ich mich verteidigen kann. Ha. Ach so, und die... Karte von der Konklave? Die bleibt schön in meiner Tasche. Wir können hier auch in die Tasche des. Meine Tasche. In unsere Tasche verstauen. Nein, meine Tasche. Ach, mein, dein. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Das meine Tasche. Ich kann mich ja auch als Nemorax oder. Nee, also als Prinz Aimonas ausgeben und ihr seid meine Gefolgsleute. Ich glaube, die mögen doch Waldelfenprinzen, oder? Vielleicht aber auch nicht Waldelfenprinzen, die Drachen waren. Die verbannt wurden? Dir ist bewusst, da du bei den Druiden warst, es gibt keine Prinzen unter den Waldelfen. Ich wollte gerade sagen. Ich bin ein Prinz. Ja gut, und was jetzt? Limmis. Also. Egal, was die mögen. Keiner mag lügen. Keiner. Ist ja nur ein Trick, ist gar keine Lüge. Ich habe mich angeguckt. Sie erzählt nur nicht immer die Wahrheit. Performance. Abby wird dich nie mehr aus den Augen lassen. Nie wieder. Du kannst dich darauf einstellen, dass eine 80 cm große kleine Dame mit sehr viel Wut im Bauch ihre Augen immer auf dich gerichtet hat, egal was du von nun an tust. Oh ja, das werden wir sehen. Mehr Ruhe für Yuna. Aha. Das werden wir sehen. Das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Als Paul sage ich dir, Challenge accepted. Nice. Ja, ihr erreicht kurz danach auch die Karawane, die sich tatsächlich, da Yuna bis zum späten Nachmittag gewartet hat, um vom Weg abzuweichen. Du hattest ja erst versucht, noch einen Baum zu erwischen, der näher am Weg dran ist. Hm. Allerdings ist es jetzt schon in Nähe des Abends und ihr erreicht die Karawane, als sie gerade anfangen, ihr Lager aufzuschlagen. Mhm. Hinter euch ein paar Schritte, außer Hörweite, aber also außer, nicht außer Rufweite, aber außer Hörweite, kommt auch die Tiefling-Dame dazu. Sie ist die ganze Zeit hinter euch gelaufen, aber weit genug weg, dass ihr euch sicher fühlt, dass ihr unter euch reden konntet. Ich würde am Wegesrand links und rechts ein bisschen Straße runter, ein bisschen Straße wieder zurück, irgendwie schauen, ob ich was Essbares finde. Würfel auf Überleben? Ja. Ich vertraue der... Das sieht gut aus. Das ist eine 19. 19, ja. Du findest auf alle Fälle ein paar Beeren und verschiedenes Kraut, was man auch mit zu einer Suppe packen könnte, um
etwas Geschmack dazu zu packen. Auch Brennnesseln, um die Suppe sozusagen anzudicken, ne, ein bisschen Grundlage zu haben. Okay. Genau. Ja. Sehr gut, dann hole ich jetzt meinen Topf raus, schmeiße alles da rein und mache Beerenkompott. Brennnesseln für alle. So, oder so viel, wie es halt ist. Keine Ahnung, kannst du mir jetzt sagen, wie viele Rationen das sind? Also wird es jetzt sozusagen die 2 Stunden deiner langen Rast, die sozusagen, die du nicht schlafen musst, dafür aufwenden. Und da würde ich sagen, kriegst du für eure Gemeinschaft genug. Okay. Zusammen. Genau, Wache halten wird dann nur nichts. Nee, okay, ist in Ordnung. Ach, beziehungsweise, nein, doch, du hättest ja sogar noch 2 Stunden, weil du 2 Stunden meditieren musst. Und vergiss das. Luminus, was könnt ihr mir über diese Tiefling-Dame erzählen? Wo kommt sie her? Was macht sie? Hat sie Ziele? Kann sie uns verraten? Sprich! Das versuche ich heute Nacht herauszufinden, flüster ich. Also, ich okay. weiß... Okay! Entschuldigung, so wollte ich das gar nicht wissen. Und ich gehe. Oh Gott. Hey, Luminus ist lange auf Reise. Nervt gehe ich an meine. Mein, ah, nee, das kann ich heute dran arbeiten? Nee, oder? Ja. Okay. Ich würde es verstehen, indem ich weiter dran arbeite. Okay, ja. Dann würfel auf Arcanis. Ich sitze ein bisschen weiter weg, außer Hörweite von Yuna, und beobachte sie. 25. Ich würde übrigens irgendwann mal zwischendurch, einfach um Abby zu ärgern, mein Vlies nehmen und mein lautloses Trug bezaubern, dass mein Kopf irgendwann mal so ein Eulending macht. Oh Gott. Okay. Ich habe eine Weisheit von 20. Du denkst, du kannst mich schockieren. Nein, ich nicht, aber vielleicht. Oh, er hat Bock einfach. Ich versuch's nicht. Ja. Du grübelst diesen Abend weiter und setzt dich etwas abseits, um Ruhe zu haben, und gehst nicht auf die Gespräche der anderen groß ein und auch nicht auf die der anderen Karawanenmitglieder. Und fokussierst dich auf das, was da vor dir ist. Und während du arbeitest, schwirrt dir immer wieder das Bild dieser Rune durch den Kopf, die du abgezeichnet hast. Und irgendwann holst du den Zettel heraus und starrst darauf. Aber sie scheint in keiner Weise denen zu ähneln, die du schon an den Portalkreisen gesehen hast. Okay. Nachdem du aber ein paar Stunden darüber grübelst, schießt dir ein Gedanke durch den Kopf, der dir vor ein paar Stunden scheinbar nicht greifbar war. Das ist nicht nur eine Rune. Das ist eine Kombination, die zusammengesetzt ist aus mehreren Runen. Und in dieser Kombination siehst du eine Art Dreizack, der nach unten gerichtet ist. Ja, ich kenne das Symbol. Ja. Das Symbol kenne ich. Das ist Vermutung war... Einer von den Dämonenfürsten? Ja, das ist definitiv einer von den Dämonenfürsten. Du hattest doch schon den mit der Wut, hattest du doch schon im Verdacht. Ja, wo ist es denn? Furos, aber ich bin jetzt gerade vielleicht auch eher Libidin, die Unzüchtige, weil Dreizack nach unten, abstechen. Okay. Fleisch ist Lust. Aha. Aber Zorn, das sind so... Okay. Auf alle Fälle kommst du dadurch ein Stückchen weiter, denn die anderen Runen kannst du nicht ganz greifen. Du bist dir nicht ganz sicher, ob dieses Konglomerat aus 2 oder 5 oder mehr Runen besteht. Allerdings zweigen kleine Verästelungen von diesem Dreizack ab, von diesem Symbol des Dreizacks, die du kennst zur Stabilisierung von Zaubern. Und dadurch kommst du einen ganzen Schritt weiter. Du hast
immer noch das Problem der Kontrolle. Aber du bist dir ziemlich sicher, dass du weißt, wie du es stabil genug kriegst, um was durchzuholen. Also könnte ich theoretisch immer was durchholen, wenn ich möchte. Kannst du es probieren. Ja, ich möchte gerne ganz genau darauf achten, wo Yuna diesen Zettel mit dieser Skizze der Rune hintut. Sie ihn wieder wegklickt. Wir kreieren uns unsere eigenen Feinde, ne? Wir müssen keine genau. Spielleiter kriegen. Wir brauchen den Spielleiter gar nicht. Wir beschwören einfach selber Dämonen gegen die Wegkämpfer. Das Ding ist, ich sehe das, also jetzt als Paul sehe ich das tatsächlich als die nukleare Option. Ja. Falls wir mal nochmal gegen diese in so einem Turm Valarion kämpfen, dann hole ich einfach einen fucking Dämon rüber und dann ist alles in Ordnung. Wir haben ja auch noch diese Granate. Ja, eben. Das haben wir. Ja, ja, guck mal, dann haben wir schon zwei Atomkraken. Zwei Nukes. Oh, weia. Exzellent. Bei Sachen, wissen die wir alle, haben. Dass es die beste Lösung ist, ja. Wenn irgendwo mal die Welt untergeht, einfach auf die Atomkraken. Richtig. Ja, ich sitze im Haus, was in Flammen steht, frage mich, wie komme ich hier raus? Ja, ich stecke den Stuhl da auch noch in Brand. Mhm. Zerstörung. Dann denke ich mir, das ist fein. Ich meine, dieses Meme mit diesem Button, wo der so sich. Ja, ja, der rote und der blaue Knopf und der schwitzt, genau. Aber jetzt ganz kurz philosophisch zu werden: Das Haus brennt ja schon. Wenn ich jetzt den Stuhl anzünde, ist das auch nicht mehr so schlimm. Okay. Wenn Yuna darüber nachdenkt, setzt sich Hillemis hin und holt die Schriftrolle raus, die sie von Habernicke geschickt gekriegt hat. Oh, stimmt, du hast dir das doch mal angeguckt. Du gehst die Unterlagen durch und. Es gibt nicht allzu viel Neues zu dem, was ihr mittlerweile schon durch Glenriel Atralev noch herausgefunden habt. Allerdings eine Sache, die sehr praktisch ist. Und zwar eine Art Tabelle, eine Übersicht mit Symbolen und Namen. Die Symbole! Die Namen! Die neuen Dämonenfürsten. Ui, da hat aber eine Klammer gut nachgeforscht. Setz mich neben Yuna und zeig ihr die Tabelle. Dann reißt ihr den Zettel aus der Hand. Na, das ist jetzt ein bisschen sehr Meta. Yuna hat ja schon gewürfelt. Sie ist für ihre. Ich bin noch nicht geschaut. Ich werde. Okay. Du kannst es mir später zeigen. Ich bin beschäftigt. Geh weg. Ich bin beschäftigt. Ich arbeite. Dann setze ich mich danach zu Nyx. Nyx, wenn wir dann bei Azula sind, was machen wir dann? Mit dir reden. Und danach, wo wollen wir hin? Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, darauf an, was sie uns erzählt. Weil ich habe mit meiner Mutter gesprochen und sie würde uns Gold und weiß nicht, vielleicht irgendwas anderes schicken, was wir brauchen könnten. Aber ich weiß nicht, was ich hier sagen soll, wohin. Keine Ahnung. Kann ich irgendwie, bleiben wir länger bei Azula? Kann ich ihr irgendwie sagen, wie man sie dort findet? Kann ich irgendwie sowas wie Tagelöhner da hinschicken lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eigentlich ziemlich unerlaubt, dass wir da einfach reinplatzen. Hoffentlich. Also, schwierig, da irgendwas hinzuschicken. Müssen wir, wenn wir zu ihr wollen, eigentlich irgendwann. Die Karawane zieht dann weiter auf dem Weg. Müssen wir irgendwann durch den Wald? Ja, die Karawane zieht ja nur bis Kreuztal und dann müssen wir noch anders laufen. Okay. Das heißt... Ich weiß wie. Wie lange ist es von Kreuztal dorthin? Warte. Vielleicht könnte ich ja meiner Mama sagen, dass wir in Kreuztal sind. Das wäre eine Möglichkeit. Die Regel zu brechen ist in Ordnung. Dämonen beschwören ist schlimm. Ja, weißt du, Hausfriedensbruch versus potenzieller Massenmord. Also, ich,
ich weiß, dass wir nach Kreuztal auf jeden Fall noch 2 Tage unterwegs sind. Und von da aus sind wir auf die Waldgeister angewiesen. Und dann sind das da noch mal ein paar Tage? Das weiß ich nicht. Okay. Aber ich meine, man könnte auch den Umweg wieder zurück nach Kreuztal gehen, wenn wir fertig sind bei Azula. Außer sie kann noch mal so eine Wurzel kreieren, durch die wir durchfliegen. Hm. Soll ich warten, bis... Vielleicht, also ich weiß ja nicht, wie schnell das geht, dass die Sachen da ankommen. Aber also zu den einzelnen Druidenzirkeln könnte man was schicken und die bringen es dann zu Azula, wobei da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr nett fragen. Hm. Ich kann ja mal fragen, ob wir irgendwelche Beziehungen zu Druidenzirkeln haben. Unwahrscheinlich, aber gut. Ja, also die Sache ist, die zu Azula dürfen auch eigentlich immer nur die Höchsten aus dem Druidenzirkel und ob die so nett sind und Gold mitbringen. Aber es Fragen kostet nichts. Glaube ich. Okay. Wenn doch, ja. Ist egal, weil sie hat eine Menge Gold. Oder schickst du nach Kreuztal? Wie bitte? Ich rufe meine Mama an. Okay. Ich liebe diesen Jingle. Mama, ich bin's. Wir sind immer noch auf dem Weg. Lebend. Doch. Haben wir Beziehungen zu Druidenzirkeln in Liantel? Wie viel habe ich noch? 5 noch? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Sind bald in Kreuztal. Sind bald in Kreuztal. Na, ein Wort hätte ich gesagt. Okay. Wetter ist schön. Oh, mein Goldkirchen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du hattest gar nicht geantwortet. Du sagtest, du wolltest nur kurz. Okay. Sie hat noch 8 Worte, um was Sinnvolles zu sagen. Der Kontakt zu den Waldelfen lange abgebrochen. On point. Ich warte noch, ob vielleicht noch mal eine Nachricht von ihr kommt. Zirp, zirp. Zirp, zirp. Jetzt habe ich gespuckt. Und was sagt dann? Und. Entschuldige, brauchte meinen Fokus. Was ist eigentlich Ihr Zauberfokus, Johanna? Hast du das mal festgelegt? Nö. Nö? Das Instrument. Sie hat auch ein Instrument wahrscheinlich irgendein. Eine Harfe. Ach, ja. Okay. Mhm. Bing, 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 bing. So eine Handharfe, die man so halten kann. Oh. So eine Maultrommel? Ja, so eine Maultrommel. eine Kazoo. Okay, anyway. Worte? Ich kann dir etwas nach Kreuztal schicken. Das wird allerdings ein paar Wochen dauern. Mhm. Bisschen. Also ich meine, wenn es alleine irgendwie über 2 Wochen dauert, zu Fuß dahin zu kommen, wird es von Singenin nur länger dauern, das stimmt. Ich denke auch. Wir können es versuchen. Wie viele Wochen denn? Wir sind in 2 Wochen da. Rich Kid. Ansonsten melde ich mich nochmal. Küsschen. Und diesmal antwortet sie schneller und wirkt nochmal hinzu. Aha. Ja, 2 Wochen, ich glaube eher 3 wird es dauern. Aber ich dachte, ihr wärt kurz davor. Aber gut, gute Reise, pass auf dich auf. Ein bisschen. Kannst dich gerne auch nochmal bei mir melden. Mua. Oh. Schreib doch mal, du hast so lange nicht angerufen. Zählt Mua eigentlich als Wort? Kannst du mal bitte deine andere Mutter anrufen? Die würde sich sehr freuen darüber, ja. Wenn du mal anrufst. Die karme Keretlana, bitte mal ignoriert.
Ja, nee, ich traue mich nicht mit Erva Kontakt zu haben, seitdem ich weiß, dass... Ach so, stimmt, Erva ist die andere, ja. Seitdem ich weiß, wer mein richtiger Vater ist. Ah ja, mhm. Ich wirke nochmal einen Verständigungszauber und rufe Magus Quartus Glendria Tralef an. Oha. Oh. Wo ist der wohl gerade? Oh. Gibt der überhaupt noch? Uiuiui. Liebster? Liebst du noch? Es tut mir so leid. Und danke, dass wir nach Wurzelheim konnten, durch deine Hilfe. Viel Glück. Du hast noch 5. Fast noch, ja. 6, aber... Ja, okay, 6. Also du musst doch nicht alle ausbrechen. Brauchst du irgendwas? Klar. Küsschen. Ja, XO. Der hat mir geschickt. Ich frage mich, ob er sie an der Stimme überhaupt erkennt jetzt, ob er überhaupt weiß. Vom Zauber her weißt du, wer dir das ist. Wer das ist, okay. Also wenn die Person dich kennt. Ja. Du musst die Person ja kennen. Mhm. Es kommt unglaublich zügig eine Antwort. Also wirklich, nachdem du fertig bist und gerade dadurch sich deine letzten Worte so ein bisschen gezogen haben, kommt sofort. Ach. Wer ist da? Kennen wir uns? Was meinen Sie? Ich verstehe nicht. Ich möchte nicht in irgendwelche Dinge hineingezogen werden. Ich habe damit nichts zu tun. Damn. Oh, oh fuck. Immerhin lebt er noch und ist nicht in der stillen Kammer im Gefängnis. True, er ist nicht. Aber das Schlimmere für einen Magier ist einfach. Er wurde geblitzt, Dingst. Ja. Entweder. Es gibt zwei Möglichkeiten. Aber das weiß Paul, nicht Yuna. Mhm. Ja. Entweder das oder. Ich weiß das auch, ja. Oder er steht irgendwie so unter Beobachtung, dass er nicht zugeben darf, dass er sie kennt. Die Leitung ist nicht sicher. Oh, weia. Du kannst mit einem Zauber. Okay, ich will nicht zu. Naja, bis zu 24 Stunden zum Beispiel irgendwie so. Oder weiter. Kenne ich irgend so eine. Also ist mir sowas bekannt geworden in der Schule? Oder? Uff. Auf Arcanis. Oh, weia. Es kann auch einfach sein, dass er abgehört wird. Ich meine. Ja, das dachte ich. Die Leitung ist nicht sicher. Natürliche 20. Ey, oh. Das ist heiß. Ja, das bringt mich auf eine 21. Dir ist auf alle Fälle bewusst, dass es Zauber gibt, die Erinnerungen verändern können, die auch Erinnerungen auslöschen können. Ja. Okay. Mhm. Oh, ich sitze ja noch neben Nyx und dann fällt mir ein, dass sie ihn gar nicht kennengelernt hat und redet trotzdem darüber mit ihr. Also ja, wir sind dem... Ja. Und er kann sich gar nicht an mich erinnern. Oh no. Das Herz ist wieder gebrochen. Ob Helimis im Laufe der Kampagne irgendwann ihre wahre Liebe findet? Bleiben Sie dran, Muss so ein antiklimatisches, offenes Ende sein, dass Helimis alleine unter Katzen stirbt. Unter Katzen wäre ja ganz gut, dann würde sie vielleicht mit Rauch zusammenleben. Ich wollte gerade sagen, unter Tabaxi. Yeah, okay, dann. Und dann so eine schöne Grüße an Freddy. Sie setzt sich als Katzenkaffeebäuerin zur Ruhe. Maid-Café, genau. Genau. Und also du mochtest den? Ja, der war so schön und so klug. Ich habe noch nie jemand Klügeren kennengelernt. Und der war so lieb, so gütig. Ich weiß nicht warum, aber sie brütet über ihren Aufzeichnungen und plötzlich fängt sie an zu weinen. Sie weiß gar nicht, was los ist. Tear-Drop. Warum ist das wieder so eine komische Bullshit-Folge hier eigentlich? Ach, Helimis, also ich meine... Ich weiß, dass ich gut kochen kann, aber du hättest mir auch einfach sagen können, dass mein Bärenkompott gut schmeckt. Dann musst du nicht gleich anfangen zu weinen. Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. Das ist wirklich sehr einfach, nur nicht einfach zu befriedigen, I guess. Ja, jedenfalls, hier, bitteschön. Ich geb dir noch den Rest, ich kratze noch den Topf aus. Dankeschön, Ehren.
möchten die anderen noch etwas tun an diesem Abend? Ich würde die erste Wache übernehmen. Gut. Ja, die anderen in der Karawane kommen nach und nach auch zur Ruhe und legen sich schlafen. Die Tiefling-Dame wieder etwas abseits hinter euch in ihrem Schlafsack. Und ja, die erste Wache beginnt. Würfel auf Wahrnehmung. Ich würde mich absichtlich so hinsetzen, dass ich zwischen der Karawane und der Tiefling-Dame bin, dass ich quasi in Hörweite von ihr bin. Also weit genug ein Abstand, dass sie sich nicht bedroht fühlt, aber trotzdem so, dass ich sie hören kann. Das ist beides eine 19, was mich auf eine 22 bringt. 22. Du beobachtest immer wieder abwechselnd, du bist es gewohnt, Wache zu halten, von früher noch, und beobachtest immer wieder abwechselnd den Wald, die anderen Schlafenden und vor allem die Tiefling-Dame. Diese liegt wieder, wie die Nacht zuvor auch, auf ihrem Rücken, starrt in den Himmel. Nur diesmal scheint sie tatsächlich zu schlafen. Ansonsten hörst du ähnliche Geräusche wie die Nacht zuvor. Verschiedene Tiere, die sich durch die Bäume jagen oder die einfach Brunftrufe ausstoßen. Verschiedenes Gerasche und Gezische, Gekreiche, Gezirpe von Vögeln, die es aber bald erstirbt, sobald sich deine Wache dem Ende neigt. Geht ruhig. Also wenn die Tiefling-Dame nicht ansprechbar ist, dann werde ich auch keinen Dialog mit ihr forcieren. Wird mir den nächsten schnappen, der freiwillig ist. Ansonsten, warte mal. Ich schnapp mir Ehren. Ehren kann nicht. Doch, doch. Er braucht ja bloß stimmt. 4 Stunden Schlaf. Ja, deswegen kann er noch eine Woche. Nee, das passt schon. Okay. Dann würfel mal auf Wahrnehmung. Mhm. Werde ich tun. Was haben wir denn da? Ich hatte kurz Angst, was ist eine 1, aber es ist eine 7 zum Glück. Mal so gut. Damit komme ich immerhin auf eine 11 insgesamt. Okay. Viel besser. Du machst ähnliche Erfahrungen wie Luminous. Mhm. Das Vögelgezwitscher hat, wie gesagt, aufgehört. Dafür hörst du jetzt etwas martialischere Geräusche, scheinbar von nächtlichen Jägern, die irgendwo ihre Beute schnappen, aber alles weit weg. Okay. Nichts, was sich irgendwie dem Weg groß nähert. Mhm. Das vergeht ruhig. Möchtest du noch etwas tun? Ja, ich würde tatsächlich mal wieder ein bisschen zu Lumus beten. Ich mache mir ein kleines Lämpchen an, quasi mit meiner eigenen Hand. Und leuchte so ein bisschen wie so ein Scheinwerfer in den nächtlichen Wald. Beleuchte so ein bisschen die Bäume hoch, guck so in die Baumkronen. Lumus. In diesem lichtverlassenen Ort bin ich der Einzige, der deine Anwesenheit bezeugt. Ich hoffe, dass du weißt, was du getan hast, als du mir gezeigt hast, diesen Lichtstrahl hier in diesem dunklen, tiefen Dschungel, diesen Hoffnungsschimmer. Nyx ist sich nicht sicher, dass Azula uns wirklich zu sich lassen wird. Ich kann nur hoffen, dass die Beweise, die wir zur Verfügung haben, ausreichen, um sie mehr als neugierig zu machen. Und vielleicht reicht das schon.
Ich bin sehr vielen Göttern begegnet und Menschen und anderen, die an sie glauben. Und aber ich bin sehr froh, dass ich dich hab. Oder du mich? Vielleicht auch beides. Naja, jedenfalls. Hoffe ich, vielleicht mal wieder was von dir zu hören. Vielleicht ein kleines Licht. Ich mach das Licht wieder aus. So, das Licht ausmachst und deine Hand zusammenfaltest, merkst du, dass kurz darauf wieder Lichtstrahlen zwischen den Rillen deiner Finger hervortreten. Iron Fist. Die Hand wieder auf. Und es schießt wieder ein Lichtstrahl heraus, der erst in die Baumkronen zeigt und sich dann wie zwei Suchscheinwerfer aufspaltet. Oh. Und über die Äste wandert. Oh je. Suchend. Hoffentlich wecke ich keinen auf. Dann fixieren sich beide Strahlen. Und du musst dich kurz anstrengen, um es wirklich zu sehen. Doch dort, wo das Licht hinscheint, flackern Umrisse. Katzenartige Kreaturen, riesig, mit zwei Tentakeln, die aus ihren Köpfen nach hinten heraus wachsen. Beide in Sprungstellung. Und als du bemerkst, was dort ist, greifen sie an. Und wir gehen in den Kampf. Ehren der Wache ist. Oh, scheiße. Wieder Ehren der Wache. Was bin ich davon? Und ich würde sagen, da ich noch das Feld aufbauen muss und ja gerade Sally auch ein bisschen noch abgelenkt ist wegen dem kleinen Kraken, würde ich sagen, machen wir jetzt die Pause. Aha. Und sind dann in 15 Minuten wieder hier und schauen mal, was das wird. Weil Das ist aber auch sehr sneaky von ihnen. So, ach, du willst ein Licht? Ja, dann mache ich dich mal darauf aufmerksam, dass da zwei Katzen im Baum sind, die dich vielleicht gleich anspringen werden. Er hat nicht hoch genug gewürfelt, um sie zu sehen. Ja, ja, ja. Aber er hat dir geholfen. Ja, das fand ich cool. Fand ich sehr gut. Muss noch mal zu was gut sein. Genau. Yo, Bro. Ich mein, so hätten sie einen Überraschungsangriff auf dich gehabt. Okay. Licht haben sie halt. Hast du sozusagen normale Initiative rein? Ich habe sie jetzt quasi geblendet kurz. Oder? Ja, also du bist rechtzeitig auf sie aufmerksam. Oder zumindest kann ich sie jetzt sehen, ja. Okay. Hättest du nur den Schmerz gespürt. Ich glaube, wir sind noch on. Wir sind noch on? Echt? Das kann natürlich sein. Weiß ich gar nicht. Dominik, sind wir denn noch on? Dobry dien, mein Name ist Yuna Paen, ausgebildete Magierin des Haus Samuels der Magierkonklave. Ich freue mich wirklich, euch kennenzulernen, denn ich brauche immer Leute um mich herum. Ich bin quasi eine extrovertierte Magierin. Ich weiß, das hört man auch nicht oft, doch ich erfreue mich immer an Gesellschaft. Wenn niemand da ist oder keine Zeit hat
oder keine Lust hat, mit mir abzuhängen, dann suche ich mir neue Freundinnen, die mich nicht so schnell verlassen. Man lebt ja nur zweimal, richtig? Meine Mama, Liana, ist eine fantastische Magierin, von der ich viel gelernt habe. Den Rest musste ich durch Bücher lernen und oh mein Gott, ich hasse Bibliotheken. Deswegen hat meine Ausbildung wohl so lange gedauert, aber Herr Magus Prima El Samuel war so freundlich und hat mich immer unterstützt. Ich bin derzeit auf der Suche nach meinem Vater Perdor, der uns verlassen hat, als ich noch nicht bei meiner Mama war. Wenn ich ihn finde, wird die Lücke in dem Herzen meiner Mama geschlossen und ich lerne ihn endlich kennen. Ich bin so aufgeregt. Das ist das Wichtigste, was du jetzt wissen musst. Oh, eins noch. Wenn du mir richtig blöd kommst, setze ich dich auf meine Liste von Feinden. Es ist schade, dass wir dann keine Freundinnen geworden sind. Naja, vielleicht im nächsten Leben. Ihr fragt euch, wer euch in der Wüste durch die Nacht begleitet? Mein Name ist Illuminus Ibn Kyros, meines Zeichens Wächter von Haltusa. Diese zwei Schwerter habe ich von meinem Vater als Geschenk nach meiner Ausbildung bekommen. Er brachte mir auch Respekt und Disziplin bei. In Kämpfen brennt aber mein Feuer und hat schon den einen oder anderen Kopf abgetrennt. Von dem Überfall dieser Sekte muss ich ja nicht mehr erzählen. Seitdem sind alle Händler besonders vorsichtig. Wenn ihr mich fragt, sind die Jünger Berensens totale Fanatiker, die anderen ihren Glauben aufzwingen. Pah, das Leiden mindern. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Falls ihr Informationen habt, wer diese Sekte gegründet hat, schickt mir einen Falken. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Guten Tag. Ich würde gerne ein paar Spezialitäten kaufen. Was können Sie mir denn anbieten? Bestfutter Kalbsleber im Speckmantel? Klingt spannend. Darf ich das mal probieren? Danke. Schmeckt ja fantastisch. Davon nehme ich gern 350 Gramm. Und von dem Nordavika Bergziegenkäse da drüben. Gern auch so 500 Gramm. Wunderbar. Wie ich heiße? Mein Name ist Ehren. Ach was, ihr habt von mir gehört? So. Was erzählt man sich denn hier in Egos über mich? Ach, wirklich? Ist ja interessant. Also, ja, es stimmt. Ich gehöre zu der Gruppe von Reisenden, die die Bauern aus Fiskbüren aus dem Wald befreit haben. Ihr habt bestimmt schon davon gehört. Hat ja einen ganz schönen Aufruhr im Ort verursacht. Ob es stimmt, dass ich zaubern kann? Glaubt ihr etwa, nur weil ein grünsäbig geschuppter Sonderling hier rumläuft, muss er gleich magisch begabt sein? Kleiner Scherz. Natürlich kann ich zaubern. Deswegen bin ich auch hierher gekommen nach Egos, um in der Magierschule meine Zauberkünste zu verbessern. Hab gehört, sie soll die beste auf ganz Paltera sein. Naja, wird wohl auch dran liegen, dass sie somit die einzige ist. Wollt ihr einen Zaubertrick sehen? Ich könnte ein kleines Feuerwerk direkt vor euren Augen entzünden oder eure Weinflaschen da drüben durcheinander bringen, ohne sie zu berühren. Wie? Ach, na gut, dann eben nicht. Heilende Magie? Das halte ich für ein Gerücht. Da haben doch bestimmt wieder ein paar Bauerntölpel abends in der Kneipe einen zu viel getrunken und am nächsten Morgen diesen Jüngern Berensens von ihren Hirngespinsten erzählt. Nicht, dass die Jünger Berensens nicht auch Hirngespinste mit sich rumtragen würden, aber ihr mögt die auch nicht? Dann ist ja gut. Ich war mir nicht so sicher, wisst ihr. Die Stadt hier ist denen gegenüber ja wohl neutral, aber ich glaube ja, dass sie ihre Augen und Ohren überall haben. Naja, vielleicht kann es ja auch ganz nützlich sein, sich auf deren gute Seite zu stellen. Seht ihr das auch so? Ah, wunderbar. Da haben wir gleich etwas gemeinsam. Gut, ich muss dann jetzt aber auch mal los. Wird schon spät. Was macht das? Ein Gold, zwei Silber? Gut, hier, bitteschön. Schönen Abend noch. Mimi. Mein Name ist Helemis Dunleantol, Tochter der erhabenen Sängerin Erwa Dunleantol und der ruhmreichen Kriegerin Kiritlana Perlantasil. Ja, ich wurde von zwei Müttern großgezogen. Meinen leiblichen Vater habe ich nie kennengelernt. Ich, eine wunderschöne Meerelfe aus wohlhabendem Hause, bin auf den Singenien, den Salztränen, groß geworden. Dort kennt jede meinen adligen Namen
Und auch als ich nach Egos aufbrach, um dort an einer der besten Badenschulen der Welt unterrichtet zu werden, fiel es mir immer leicht, an Ansehen und Respekt zu gewinnen. Doch als ich auf einer Mission für meinen Meister Habernickel auf Ehren und seine Freunde traf, fing alles, was ich zuvor kannte und wusste, an zu verfließen. Ich bin es gewohnt, zu bekommen, was ich will. Ich bin in der gehobenen Gesellschaft immerfort willkommen gewesen und das gemeine Volk hat sich stets Mühe gegeben, mich zu hofieren. Doch Illuminus, Nyx und Ragnar haben mich behandelt wie Ehren, mein alter Freund aus Kindeszeiten. Ich hatte nie wirkliche Freunde. Die Kinder meiner Heimat sollten mit mir befreundet sein, da ihre Eltern an politischer Stellung und Ansehen meiner Mütter interessiert waren. Noch nie zuvor war ich in reale Kämpfe verwickelt. Ich wusste nicht, wie es sich anfühlt, auf dem Boden zu schlafen, sich in Tunneln zu verstecken, geschweige denn, gefangen genommen und gefoltert zu werden. Noch nie zuvor musste ich den Tod eines Begleiters erfahren. Schock, schwere Not, gleich zwei meiner Freunde sind tot. Ich weiß nicht, ob ich je den Verlust meines treuen Dieners Kyro Askorat und den des liebgewonnenen Begleiters Ragnar verkraften werde. In meinen 100 Jahren ist mir nie etwas derart Schreckliches widerfahren wie in den letzten Wochen und Monaten. Nun muss ich unter Beweis stellen, dass ich praktisch anwenden kann, was mir theoretisch in der Schule beigebracht wurde. Ups, sorry, ich kann das reparieren. Wirklich? Einen Moment. So, bitte. Mann, immer mache ich Sachen kaputt. Ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Man könnte meinen, mit meiner Größe könnte ich überall elegant hindurchhuschen. Aber mein Körper scheint zu denken, er sei ein Riese. Ach so, ich bin übrigens Nyx. Ich bin eine Druidin und wurde in Liantel ausgebildet. Aber die müssen nicht unbedingt wissen, dass ich jetzt hier bin. Wenn du glaubst, Ungeschicklichkeit und druidische Kräfte passen nicht gut zusammen, naja, dann bist du nicht die einzige Person, die so denkt. Aber die Natur mag mich trotzdem. Glaube ich zumindest. Wenigstens passieren mir nicht so viele Missgeschicke, wenn ich mit ihren Kräften wirke. Das Leben in der Natur habe ich von Tante Ella gelernt. Von ihr habe ich generell gelernt, wie ich mit der Natur im Gleichgewicht sein kann. Man muss ihr nämlich zuhören. Ja, irgendwann ist Ella dann nicht mehr wiedergekommen. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe sie überall gesucht, aber nicht gefunden. Wenn ich nur wüsste, ob es ihr gut geht. Aber seit einiger Zeit habe ich neue Freunde gefunden. Es ist so aufregend. Ich glaube, sie mögen mich wirklich. Auch wenn ich manchmal Sachen kaputt mache. Vielleicht kannst du ja auch meine Freundin sein? Nein? Okay, war schön mit dir geplaudert zu haben. Tschüss!
Dobridien, mein Name ist Yuna Paen, ausgebildete Magierin aus Samoyeds, der Magierkonklave. Ah ja, jetzt aber. Tada! Film Magic! Fernseh Magic! Ne? Man hätte kurz gedacht, ich bin die Stimme von Yuna. Ja. Aber würdest du jetzt eigentlich anfangen? Hättest jetzt so Lip sinken müssen, so einfach so. Ich glaube, die Lippen bewegen sich nicht bei ihr. Also, ach so. Wir hatten es ja andersrum. Man sah Yuna und, genau. Und ich habe geredet. Ach so, okay. Wir werden es überleben. Mhm. Ob ihr es überleben werdet, das finden wir jetzt heraus. Oh, super Überleitung. Danke. Die Überleitung. Wahnsinn. Ja, wir befinden uns im Kampf. Es ist Nacht. Es ist die elende Hundswache in der Mitte, wo man nur davor oder danach nur so halb schlafen kann. Aha. Wie gut, dass ich im Gegensatz zu allen anderen keine Zauber benutzt habe am letzten Tag. Dass ich noch sämtliche meiner Zauberplätze habe. Wer braucht schon Zauber? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den Spaß an, ja. Der sich dir da auftut. Ja, wir haben sozusagen in der Mitte den Pfad, auf dem ihr wandelt. Ihr kommt von meiner Seite, zieht nach da. Und wie schon den Abend zuvor haben sich in Zelten untergebracht Bomund und seine Tagelöhner und auch die Pagen. Und das hier ist zwar jetzt kein Planwagen, aber es symbolisiert den bunten Planwagen von Serge, dem Künstler. Mhm. Und dahinter liegt ihr und etwas abseits noch, auch wenn ich jetzt keine weitere Tiefling-Miniatur hatte, die Tiefling-Dame. Und du siehst durch die zwei Lichtstrahlen, die dir Lumos geschenkt hat, zum Glück noch mindestens minimal rechtzeitig. Nach dem Motto, Alter, pass mal auf. Auch mal Zeit. Oh. Ui, oh geil. Vergisst man einmal Lumos kleine Hütte zu zaubern. Ja, Hütte, einmal. Ja. Und bitte würfel auf Initiative. Ich würfel auf Initiative. Wir alle jawohl. Schon, aber wir sind seid noch nicht wach. Ach so, wir sind Ehren. Allein. Mhm. Ja, stimmt. Nee, stimmt. Können ja schon mal würfeln. Ehren kann sich auch entscheiden, alleine zu kämpfen und einfach niemanden zu alarmieren. Genau. Just Fireball. Und wie war die Wache? Alles. Alles easy. Ja. Alles kein Ding. Schaffe ich schon. Sollten wir jetzt würfeln oder nicht? Ja, wir würfeln dann nach und nach. Gott sei Dank. So, was darf es denn sein? Ist das ein Attributswurf? Prinzipiell, es gibt verschiedene Gruppen, die das so handhaben. Ich würde es auch sagen, weil im Endeffekt ist es ja tatsächlich von der Geschicklichkeit abhängig ist. Also wenn du dein Glück anwenden möchtest. Ja, ich guck mal, ob's, also es ist schon okay, aber ich guck mal, ob es noch besser wird vielleicht. Nee, es wurde nicht besser. Dann ist es eine 15. 15, okay. Oh, bitte weck uns auf. Mhm. Ich hab Alarm! Alarm! Okay. So, jetzt wieder, ab jetzt wieder ernsthaft. Alarm! Feuer! Feuer! Hier ist nichts ernst. Aber dieser Moment doch, dann mal wieder. Du blickst, wie gesagt, in die Höhe und aus deiner Hand schießen diese Strahlen hervor, die beiden Bestien über dir markieren. Allerdings, dem Moment, wo du dir ihre gewahr wirst, erlischt das Licht. Und du brauchst einen kurzen Moment, um dich auf eine Dunkelsicht wieder umzustellen. Mhm. Und siehst, dass sie gerade dabei sind, sich sozusagen an ein paar Ästen, die von den riesigen Bäumen über euch abstehen, herunterzuarbeiten. Du bist ein Ticken schneller als sie. Okay. Was möchtest du tun? Alarm! Werner gab es diesen Papageien, der gebrannt hat und dann irgendwann Feuer, Feuer, Feuer. Okay, ja. Tatsächlich, ich würde auf deinen Kochtopf. Oh, das ist eine gute Idee, genau. Da liegt dann noch mein Kochtopf. Ja. Dann nehme ich den plus meinen, keine Ahnung, was habe ich noch? Löffel? Hab ich einen Kochlöffel überhaupt? Ein Schwert oder Nitz, so. Ich besitze Holzbesteck. Okay, da ist bestimmt auch ein Löffel dabei. Ja? Ding, ding, ding. Und mache so laut, es geht Krach. Um das effektiv zu machen, ist es eine Aktion. Ja, das habe ich mir gedacht. So. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay. Also du nimmst den Topf und fangst an, ding, 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 ding. Einfach wie behämmert. zu klopfen. Und klopft. Und hörst auf alle Fälle, wie ringsrum die Leute wach werden. Mhm. Allerdings erst nächste Runde. Oh. Logischerweise, ja.
brauchen auch einen Moment. Ihr steigt alle nächste Runde ein. Ihr könnt jetzt schon mal Initiative würfeln, damit wir dann schneller durchkommen. Derweil hast du noch eine Bonusaktion und kannst noch laufen. Bitte? Du kannst dich noch bewegen und hast noch eine Bonusaktion. Das ist richtig. Okay, ja, ich stehe da so. So ein bisschen zwischen den beiden, irgendwie so auf dem Präsentierteller mitten auf der Straße. Ich renne in den Wald und versuche mich hinter einem der Bäume zu verstecken. Welche Richtung? So, Entschuldigung, warte, ich hab noch. Das ist toll. So, jetzt muss ich selbst kurz überlegen. Gefahr, bye. Ja. Kann das noch mit auf der Karte? Ja. Ja. Wir schon. Ja. Wir schon, die Zuschauer. Ja, nicht ganz. Kann man, okay, ja. Ja, es ist nur ja, nur, so dass wir uns verständigen. Ja, 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 es ist vor allem. Na, ich würde jetzt Richtung Osten. Richtung Osten. Zu dem Baum hinrennen, der da ist. Genau, 1, 2, 3, 4. 4, 5 könntest du dahinter jetzt. Ja, noch. Zum Beispiel, genau. Okay. Und meine Bonusaktion kann ich eh gerade nicht verwenden. Ja. Okay. Ja. Damit sind... Ich könnte massenheilendes Wort wirken, aber ihr seid alle, glaube ich, noch halbwegs lebendig. Damit sind die Täuschungsbestien dran. Mhm. Diese springt herab. Hast du deine Rüstung an, Abby? Ich schlaf doch nicht in meiner Rüstung, ich bin doch nicht blöd. Also wenn ihr in Rüstung schlaft, kriegt ihr Erschöpfung jedes Mal. Mhm. Gut, dass ich keine Rüstung trage. Aha. Rüstung, ich brauche keine Rüstung. eine der Täuschungsbestien springt herunter und nähert sich Illuminus. Ihr Maul ist offen und tropft und entblößt ihre fiesen Zähne, aber sie beißt nicht. Stattdessen schnellen ihre Tentakel vor und klatschen wie stachelbewehrte Fliegenklatschen einfach nur auf deinen Körper ein. Sie hat Vorteil, weil du liegst. Das ist ein Angriff, okay. So. Du bist ja theoretisch erst nächste Runde wach. Achso, ohne Rüstung ist was? Liegend ist sowieso 10, ja. Für Nahkampfangriffe. Egal, ob du wach bist oder nicht. Oh, das ist einmal eine 24 zum Treffen. Trifft. Und nochmal eine 24 zum Treffen. Fuck. Beides mal dasselbe gewürfelt. Oh, nee. So. Da ist der Mühler. Danach spielst du. Danach bestimmt. Du bekommst. Erstaunlich, wie viele Papagei-Memes es gibt. Du bekommst einmal 6 Wuchtschaden plus 3 Stichschaden. Mhm. Und der zweite sind nochmal 6 Wuchtschaden plus nochmal 3 Stichschaden. 18 Schaden. Das sind hier 2 Doppelungen. Gut, als Reaktion. Uren Inferno. Und Richard Tadel. Ja. Der muss ein Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Das ist überhaupt. Er ist ja noch gar nicht dran, oder? Ich würde es gelten lassen. Okay. Spätestens durch den Schaden wach und könnte reagieren. Okay, gut, ja. Ja, gut. 11. Als. Eine 14 hat er gewürfelt. Gut. Dann kriegt er nur die Hälfte des Schadens. Uiuiuiui. Es sind 29 Feuerschaden reduziert auf 14. 29 mit höllischer Tadel. Ja, 3W10. 3W10, 10 und 9. Er hat richtig hoch gewürfelt. Ey, da war er. Huh. Schlecht. Kevin, ich will deine Würfel. Schon so oft. Ich will neue Würfel bestellen. Und als du die Worte sprichst und ihn anstarrst und deine Augen kurz flammend auflodern, merkst du, wie es auch krampft und von seinem Fell was seltsam schimmert und es so aussehen lässt, als würde es flackern. Als wäre es mal da, mal nicht da, mal etwas weiter drüben, mal etwas weiter weg und mal etwas näher. Es ist schwierig auszumachen, wo es genau steht. Aber der Zauber trifft und du siehst, wie aus diesem Fell, was so flackert, auch aufsteigt und es auch ganz schön leidet darunter. Das andere greift Telemis an. Bye, bye. Mit einer bye. 25. Der trifft. Und eine, das ist nur eine 17, trifft aber auch. Ich denke, die trifft. So, das sind einmal 10 Wuchtschaden. Und 4 Stichschaden
Und dann nochmal 5 Wuchtschaden und 5 Stichschaden. Ich wäre damit schon fast tot. Wow. Zauberer. Aus Kanone. Diese Tentakel mit diesen Krallen oder Zähnen, du kannst es nicht ganz ausmachen daran, will ich einfach nur auf deinen Körper einhacken. Oh. Hit me, baby, one more time. Verdammt. Stimmt gar nicht. Ich hätte keinen Schaden gekriegt. Sie haben Meiden. Bei allen Rettungswürfen, um Schaden zu halbieren, nur halber bei Misserfolg, sonst keinen Schaden. Die haben entrinnen, die Schweine. Nicht entrinnen, sondern entrinnen ist ja nur auf Geschicklichkeit. Sie haben Meiden, das gilt auf alle Rettungswürfe. Oh, ach, das ist ja interessant. Das heißt, wisst ihr aber natürlich nicht. Nein. Das werde ich gar nicht in meiner Strategie jetzt anpassen. Das wird gar nicht dazu führen, dass wir nicht versuchen, irgendwelche Kontrollzauber gegen sie zu verwenden oder so. So, dann, was habt ihr denn so gewürfelt? 21. Ui. Jemand höher? Nein. Als er bietet mehr. Ich kann gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass dann. Minus 2. Okay. Dann Illuminus, dann 15 bis 20. 15. 15. 15. 15, 15. Nee, ich habe eine 14. 15, 15, 14. So. Weiß nicht, würfel ich für Marlo extra oder nehme ich da meinen? Nimm mit in deinen Zug, dann können wir es schneller abhandeln. Mhm. Dann Abby, Erin und danach. Das bedeutet, wenn sie den Geschicklichkeitsrettungswurf gegen den Feuerball schaffen, kriegen sie einfach gar keinen Schaden. Ja. Yep. Das ist ja krass. Nix. Mega krass. 9. Wow. Und meine Rüstungsklasse ist gerade 8. Ja, du solltest dich definitiv verwandeln. ja, dazu haben wir jetzt schon mal eine Gamefield, wenn du so schaffst. Frage: Sind das Tiere? Weißt du nicht. Du kannst gerne in deinem Zug versuchen, herauszufinden, was da überhaupt um dich rum gerade passiert, als du gerade aufpasst. Touché. Ja, damit beginnt die Runde von Neuem und Illuminus ist dran. Also, ich merke, wie direkt das Adrenalin in mich hochkommt. ich stehe auf. Ja. Brauche nur dafür 1,50 meiner Bewegungsrate, weil ich Athlet bin. Direkt Adrenalin, kurz durchgeatmet und komme in meine aggressive Haltung, Kampfrausch und greife die Täuschungsbestie an, die auf mich losgegangen ist. Ja. Du kannst nur einen Säbel ziehen, aber macht ja nichts, weil du die Bonusaktion verwendest für Kampfrausch. Hm? Aber da du ja eh nur den Standardangriff jetzt hast, ändert sich nichts. Also greifen sie an. Du hast einen Nachteil auf den Angriff, weil du nicht ganz ausmachen kannst, wo das Tier gerade dann steht. In meiner Rage greife ich rücksichtslos an. sehr gut. Gleicht sich das aus? Also normaler Wurf. Mutig. Ich meine, wenn du so geweckt werden würdest, wärst du auch sauer. Das eine ist eine 22. Eine 22? Kampfrausch! Yes! Hast du den Moment verpasst? Ich war gerade so in meinem Zug drin. Was machst du? Ich habe Angst, wenn wir jetzt alle rankommen. Ja. Ja. Schön, dass du diesmal so lange gewartet hast. Ja, ja. Hast du zu lange gewartet. Beim nächsten Mal kriegst du das Timing du richtig hin. Vorhin noch Backstage. Johanna, was hast du unter deiner Jacke an? Was hab ich unter meiner Jacke an? Nicht, ich mag das Leder auf meiner Haut. Genau. Sehr schön. Ja, eine 22 trifft. Und das andere ist eine natürliche 1. Ja. wahrscheinlich nicht. Nee. So, dann kriegt es. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, die natürliche 1 hättest du wieder mit Vorteil. Denn nachdem du die Bestie einmal getroffen hast, kannst du ausmachen, wo sie steht. Und dann würfel ich nochmal. Trotz, wie sozusagen ihr Fell aufhört zu flimmern. Und sie steht definitiv jetzt an einem Ort. Dann ist der Vorteil eine 21. Die trifft auch. Cool, 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 cool. Nice. Cool. Sehr gut, sehr gut. So, ich muss kurz rechnen. Kampfrauschaden noch dazu. Warte, damit kann ich noch eine kriegen. Plus 4 sind 9, plus 8 sind 17 Schaden. 17 Schaden. Also, du Schaden. Schlägst zu und du wartest einen kurzen Moment, bis es
dass du ein Muster in dem Flickern erkennst, nutzt diesen Moment und holst mit deinem Säbel aus und triffst das Biest. Mhm. Und schneidest eine tiefe Furche in sein Fell und das, wie gesagt, das Fell hört danach kurz auf zu flickern und es ist dort, mhm, ohne diese Ablenkungen herum. Und da schlägst du das zweite Mal mit deinem Säbel zu und du merkst, er fühlt sich leichter an, er geht besser von der Hand. Du machst jeweils einen Schaden mehr. Okay, ich merke, wie ich gerade total im Lauf habe und benutze Tatendrang, um nochmal zuzuschlagen. Weißt du das? Hä? Diesmal mit Vorteil weiter. Das ist eine 19. Ja, trifft. Und das ist eine 25. Beides, dann nochmal Schaden. Mit jeweils plus 1 noch für die Waffe. Also habe ich 19. 3, 4, 5 plus 4 sind wieder 9. Also wieder 17 Schaden. Also die plus 1 Schaden nochmal dazu gerechnet. Also jetzt mit den plus 1 schon drin? Oder ja, mit dem plus 1 schon drin. Okay. So. Und du verpasst ihm noch zwei Hiebe und arbeitest dich einfach nur an dem Tier ab. Oder was auch immer das ist. Und verpasst ihm tiefe Wunden. Und es fängt an, sich zu ducken. Und die Tentakel weichen immer kurz zurück und versuchen dann nach dir auszuholen. Aber kommen nicht richtig ran, weil du einfach nur wie ein Berserker wütest. Und es hat gut einstecken müssen. Pack es nicht, mich anzugreifen! Mich zu wecken! Ich brauche meinen Schlaf! Danach ist Abby an der Reihe und danach Erin. Ja, Schock, es ist dunkel, ich kann nichts sehen. Tageslicht. Habe ich extra vorbereitet, als wir in den großen dunklen Wald hineingegangen sind. Hey. Ja, gut. Clever. Und jetzt breitet sich um, ich wirke das auf mein heiliges Symbol. Ja. Breitet sich Licht aus. Moment. Im ziemlich großen Bereich. Ja. Ziemlich lange Zeit. Tageslicht ist sehr hell. Die sind es 60 Fuß. Ja, ich habe das auf Deutsch Meter gesagt. 10 Meter. Ja, 10 Cent. 10 Meter. Warum finde ich das denn jetzt nicht? Bin ich doof? Sind diese Füße und was misst man? Aha. Was misst man in Füßen? Cool. True, indeed. Das war. Ja, hier, meine Güte. Gedauert. Genau. Wirkt für eine Stunde, ist keine Konzentration. Ich kann da so machen, was ich möchte. 60 Fuß Radius um mich herum. 18 Meter? Also, beziehungsweise um mein heiliges Symbol herum. Ja, genau. Moment. Im Grunde alles, was, die Sache ist, alles, was hinter mir ist, also ich blocke das Licht. Also ja, es ist halt, das Ding leuchtet halt. Ja. Und direkt hinter mir fällt halt Schatten. Scheinwerfer. Bräuchtest du so eine kleine Krone, wo du das dann wie. Eigentlich bräuchte ich irgendwas auf meinem Kopf oder so, genau, aber es ist schon in Ordnung. Heller Hut. Wer liegt denn dir, Helemis? Illuminus. Helemis. Ah. Oder meinst du hier? Und. Nee. Dann kann ich noch eine Bonusaktion wirken. Ach. Möchtest du deine halbe Bewegung auch nutzen, um aufzustehen? Auch das möchte ich tun. Aber whatever. Ene, mene, mu. Dann zaubere ich ja, Schild des Glaubens auf mich selbst. Okay. Geht das? Transaktion. Und soll das nicht gehen? Ach so, ja, du kannst ja nur noch einen Zaubertrick als so Bonusaktion wirken. Oh, weil du schon als stimmt ja, Aktion ja, ja, ich bin. Das ist wieder diese komische Regel, ist, die ist, dann. Ist klar, ist richtig. Gott, ich habe viel zu lange nicht mehr gekämpft anständig. Letztes Mal habe ich nur geheilt und nichts gemacht. Das erste Mal kämpfen, jetzt. Zweite Mal kämpfen. Letztes Mal habe ich nur geheilt und ja, in der Ecke gestanden und. Ja. Nein, gut, dann war es das erste Mal und ich rück noch ein bisschen näher an mein Schaf dran. Ist mein Schaf in der Nähe? Ja, es ist neben dir. Steht Marlo auch auf? Oh Gott, ja, ans Schaf. Okay. Es ist leider ein Hund jetzt, weil ich keine Schafminiatur habe, aber wir wissen, was gemeint ist. Aha. Ich habe eine Schaf-STL, die gebe ich dir mal. Könnte ich noch mein Schild vom Boden aufheben oder ist das eine Aktion? Nö, das würde ich als Bonusaktion. Dann würde ich nämlich mein richtiges Schild, nicht mein Schild des Clowns, aber mein richtiges Schild noch an mich nehmen. Gut, das war das. Gut, also ihr seht, wie Abby kurz ihr Symbol greift und als sie die Hand wegnimmt, einfach nur dieses strahlende Tageslicht den Pfad um euch herum erfüllt und auch noch eine ganze Ecke in den Wald hineinscheint. Was dir auffällt, Illuminus, die Scheiben an deinem Arm, die ersten 10, leuchten trotzdem noch.
Sehr cool. Damit Erin und danach Juna. Ja, stimmt, du hast ja auch eine 15 gewürfelt. Indeed. Also, welchen Geschicklichkeit hast du? Ich hab 0, also. Ja, genau dann. Ja, ich hab plus 2. Ich zünde jetzt den Wald an. Ja. Ich setze jetzt einen Feuerball auf den genau gegenüberliegenden Baum, sodass die beiden Bestien genau im Umkreis sind. Das müsste nämlich gehen, die sind nämlich also genau vier Felder auseinander. Wo hab ich? Nix bricht gleich nach. Wenn ich das richtig sehe, sind die exakt vier Felder auseinander, ja? Cool, das können wir auf jeden Fall den Waldelfen in Biantea erzählen. Ja, das ist cool. Aber hey, Mondbeschwören ist böse. 6 Meter Radius, würde das hinhauen? Da bin ich mit. Oder dass ich die anderen treffe damit? Obwohl, ich liege. Du hättest immer Elemis so ein bisschen mit drin. Ach, Schiege. Einen von beiden? Wenn ein beide kriegst du nicht nur. Beide krieg ich nicht. Nee, du könntest ihn hoch genug zaubern. Dadurch, dass Elemis liegt, würde ich sagen, du kannst ihn hoch genug zaubern, dass sie. Dass sie es nicht ab. Ja. Okay, ja, ich versuche. Genau, ich zünde den Wald an. Dann erst mal mit dem geschlagen. Du musst Geschicklichkeit gegen, ich glaube. Wie berechnet sich nochmal der Rettungs- Acht plus Übungsbonus? Acht plus Übung. Plus, dein Zaubermodifikator, genau, was bei Charisma ist. Ja, nee, das stimmt. Hat sich nicht geändert. Nee, es sind immer noch 14. Steht auf dieser Scheibe hier drauf. Wir haben es tatsächlich beide nicht geschaut! Ja, aber da durch ihre Meidenfähigkeit trotzdem nur die Hälfte. Trotzdem nur einen halben Schaden. Okay, na gut. Im Erfolg hätten sie gar keinen. Ja, eben, deswegen. Meidenfähigkeit. Ich weiß. Man, sowas, kriegt man sowas als Spielcharakter? Nee. Also, du spielst Schurke und dann kannst du allem ausweichen oder Mönch, wenn nicht vorher dein Mönch tot ist. Achso, ja, ich zaubere auf dem dritten Grad nur nochmal für die Anzahl der Würfel, ne? Das ist ja relevant. 8W6. Ich bin gar nicht salty. Das. Nee, alles gut. Ja, ich benutze aber trotzdem noch mächtiger Zauber. Dann muss ich ja lohnen. Sieht doch gut aus. So, dann haben wir 10, 20, 32, 36. Halbiert auf 4 zu 18. 18, jawohl. Wir sind. Piu, piu. Die freut sich. Und der Ball brennt vielleicht jetzt ein bisschen, keine Ahnung. Mhm. Möglicherweise. Naja, also der Zauberfeuerball ist magisch? Sofort wirkend. Also ist das englische Wort ein, ne? Aber natürlich. Aber ich mogel mich drumherum. Er wirkt nur sofort. Also es ist sozusagen nur dieser Moment der Explosion. Mhm. Es ist zwar Feuerschaden, aber es lodert nicht. Es ist eher ein magischer Schaden. Okay, also der Baum. Es gibt jetzt eine Brandstelle an dem Baum quasi. Der Baum ist hin. Okay. Da steht jetzt nur noch sozusagen das Stückchen, okay, das du über dem Boden gespielt hast. Aber der Rest ist einfach pulverisiert. Okay. Ihr seht vielleicht noch so ein bisschen Asche von den Blättern und Ästen wegfliegen. Die beiden Täuschungsbestien, die eine, die sowieso schon Schaden von Illuminus erhalten hat, ganz schön, sieht gut verletzt aus jetzt. Okay. Die andere ist ihr erster Schaden, sie scheint es ganz gut wegzustecken. Mhm. Ich glaube, das Wort, das du gesucht hast, ist unmittelbar. Unmittelbar, genau. Ah ja, okay. Good to know. Sehr schön. Mal gleich wieder was gelernt. Aha. Ja, möchtest du noch etwas tun? Ich habe einen Zauber benutzt. Ich habe keine Zaubertricks, die gleichzeitig Bonusaktionen sind, also nein. Bewegen. So stehen bleiben? Ja, ich könnte mich noch bewegen, aber. Ich frag nur nicht, dass du dich dann hintergangen fühlst. Ich weiß nicht, ob das alle sind. Ach so, ja, da könnten noch mehr sein, ne? Ich renn rüber zu Helly, weil sie immer noch schläft und ich mir ein bisschen Sorgen mache. Oh Gott, ich brauche ein bisschen länger zum Warmwerden. Hilf mir, meine Kleidung anzuziehen. Ach so, sie liegt da. Ach, shit. Das habe ich jetzt gar nicht. Ach so. Willst du dann wieder zurück? Also, ich habe sie. Ein bisschen schwierig. Ja, nee, das Ding ist, ich habe ihre Miniatur gerade mit Jonas verwechselt, so. Deswegen dachte ich. Du kannst doch gerne zu mir kommen. Hätte mich ihre. Okay, ich renn zu Jonas, weil Jonas schläft auch immer noch. Genau. Gut. Ich stell hin und trampel nochmal mit den Füßen so. Ja, bin schon wach. Los unter ihm. Nein. Okay. Damit ist Juna dran. Und danach Helemis. Steh auf. Ja. So, zwei Fragen. Frage Nummer eins ist, kann ich erkennen, ob diese Bestien
mit Wucht angreifen, also mit Stärke oder mit Geschicklichkeit jetzt mal so? Kann ich das erkennen oder? Uff. Schwierig. also. Wenn du mich würfeln lässt, dann ist es mir egal, dann mache ich was anderes. Ja, also du müsstest erstmal irgendwie Zeit aufwenden, um das zu studieren, herauszufinden, ja. Abzuschätzen. Okay, dann Plan B. C und D? Plan C und B. Ich, Ich klatsche meine Hände zusammen, zieh meine Hände so an eine der Bestien, die jetzt gerade bei Hellemis steht, und zaubere Feindüberschuss. Du musst einen Intelligenzrettungswurf machen. Ja. Gegen. Da ist er richtig gut drin, ne? Natürlich, natürlich. Das ist eine 7. Okay, das heißt, die Kreatur ist jetzt von mir eine Minute lang verzaubert und sieht alles, was in seiner Umgebung ist, als Feind an. Auch die anderen. Okay. Das heißt, random, also du musst zufällig würfeln, welche Kreatur Das ist so formuliert drin, okay. Ja, so ungefähr funktioniert das. Ja. Wie effektiver ist, wenn du viel mehr Feinde als Freunde um dich herum hast, auf die die Wahl fallen könnte, aber... Ich hab gerade keine andere Möglichkeit. To go. Ist okay. Es rennt zurück in den Wald und da so vielleicht auf jeden Fall kann es nicht Baum schauen und muss das zufällig wählen. Es gibt jetzt eine 1 in 7 Chance, dass es seinen Kumpel angreift. Mhm. Ja, na, also normalerweise sagst du dann, dass du halt einen W8 nimmst und jede Zahl ist eine Himmelsrichtung, in die es halt sozusagen versucht, was zu machen. Ach so, okay. Oder so. Und ich rufe zu Illuminus, bring dein Kätzchen zu dem anderen. Okay. Und ich würde mich mit meinen letzten drei Feldern würde ich mich hinter den Karren stellen, damit ich noch besser geschützt bin. Drei. Ich möchte nicht nochmal zu Boden gehen. Kippen. danach ist Hellemis dran. Ja. Und dann Nyx. Wir haben sehr schlecht gewürfelt für die Initiative. Also Lederrüstung darf ich auch nicht anhaben, ne? Um darin zu schlafen. Gut. Du brauchst eine Minute, glaube ich, um Lederrüstung. Minute? Boah, das sind 10 Kampfzüge. Okay, aber ich würde sagen, ich habe meinen Hut drauf. Aber also Lederrüstung kannst du tragen, ohne erschöpft zu werden. So, aber wenn ich jetzt Selbstverkleidung wirke, dann ist das eine Aktion, ne? Ja. Gut, dann steht Hellemis im Nachthemd. Ist in Ordnung. Steh auf. Yes. War nicht mal was Kampfentscheidendes, einmal nur das ich. Ist es eine leichte Lederrüstung? Weil ich glaube, dann kannst du darin auch schlafen. Eine beschlagene. Nee, das ist nicht leicht. Gut. Eine Lederrüstung ist eine leichte Rüstung. Gibt das leichte Rüstung? Ja. Doch, müsste, glaube ich, sein, weil Baden. Ja, das weiß ich. Weil Baden dürfen ja auch keine schweren tragen. Ah ja. Ich bin schneller. Das willst du, glaube ich, meine auch an. Ja. Gut, dann. Ja, kannst du tragen. Nichtsdestotrotz, also, das ist ja jetzt. Ja, beschlagen ist tatsächlich leichte Rüstung. Okay, also es gilt nur für so richtig so Plattenrüstung oder Kettenhemden und sowas. Okay. Ja, schauen wir nochmal. Dann lasse ich es jetzt erstmal so gelten. Interessant. Ich lese gerade noch. Ich murmel Gesänge in die Höhe, zeige nach oben und zaubere lautloses Trugbild. Und ungefähr 18 Meter Höhe schwebt ein Drache über den beiden Kreaturen. Wie groß kann ein lautloses Trugbild sein? 4 Meter. 4,5 Meter. Okay. Okay, ja. Länge. So ein weit entfernter Drache. Ja. Sieht aus so mit so einem Schatten. Es ist aber ja nicht bewegt, ne? Es ist halt nur, oder? Ja. Es ist ein Trugbild und es ist auch lautlos, ja. Ja. Man kann es mit einer Aktion bewegen, also erst beim nächsten Mal. Was müssen die jetzt machen? Nichts. Es war nur einfach nur ein Drachen. Und ich zeig nach oben. Ah! Achso, okay. So, und dann renne ich auch weg. Und zwar hinter den Baum, wo Irin vorher stand. Frage, was für ein Drache? Ah. Nemorax. Okay. Ah. Ein Mini-Nemorax. Oder also quasi Mini-Orks. Weit entfernt aussehender Nemorax. Tatsächlich wäre er gar nicht so viel kleiner. So groß war Nemorax gar nicht, ne? Okay. Ja. Der war zwar ausgewachsen, aber das ist im Prinzip auch 3x3 Felder, also 4,5 Meter. Ah, okay. Mhm. Gut. Ja. Ich renne noch hinter dem Baum. Hinter den Baum? Wo Irin vorher stand. Okay. 1, 2, 3. Hast du das überhaupt? Ja, nicht ganz. Okay. Halbe Bewegungsrate, weil du aufgestanden bist. Mhm. Dann Nyx. Ich strecke hoch, sehe diese Viecher, die
eben nicht so ganz greifbar sind, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie sind so verschwommen, man sieht nicht so richtig, wo sie genau sind. Also beide, genau, der flackert noch rum. Ja. Der ist klar zu sehen. Ah, okay. Ich find's so toll, dass du einfach konsequent den Baum weggemacht hast, nachdem ich den hochgejagt habe. Der ist jetzt einfach nicht mehr da. Mörder. Pflanzen sind auch Lebewesen. Ja. Mörder sein Gelegenheit. Gerade mit einer gesprochen. Auf Felemies vergessen. Mit der kannst du nicht mehr sprechen. Ja, ich habe leider nicht ganz so viel mir vorbereitet, was Kampf ist. eher so Survival-Zeugs. Scheiße. jetzt muss ich kurz gucken. Klingeling! Moment. Ja, können wir später machen. Ja. Nicht, dass wir jetzt hier die Karte umwerfen. wo ist Dwarven Wuchs? Wie, von wann? Von Gott, da. Hatte du denn da? 6 Meter Radius. Hätte ich das, die drin und die anderen nicht? Da ich das Helem ist weggegangen ist, könntest du sie jetzt beide kriegen. Ja, dann würde ich dann Wuchs. Also dann ziehe ich mit meinem Stab quasi am Boden und es ziehen sich quasi Dornen aus dem Waldboden heraus und teilen sich quasi um ihre Füße, sodass sie jetzt. Murax konnte das, glaube ich, auch. Das ist schwieriges Gelände. Schwieriges Gelände, ne? Halb Bewegungsrate. Und wenn du dich drinnen bewegst, kriegst du Schaden. Mhm. Genau, wobei sie ja leider nur am Rand sind, aber gut. Trifft es auch nicht. Nur drinnen halten, wa? Und wo bin ich gerade? Du liegst hier hinter Abby. Ja, genau, also ich stehe natürlich auch auf, das ist halbe Bewegungsrate. Ja. Und. Positioniere mich am Karren. Wenn das eine Täuschungsbestie hinter uns ist, sind wir wirklich am Arsch. Und dann geht der Karren kaputt und die können nicht mehr. Gut. Gehen erstmal die NPCs kaputt. Vielleicht können die auch kämpfen. War das ein englischer Begriff? Ja, ich habe gerade runter. Kann ich noch rufen? Haltet sie in den Dorn? Okay. Während ihr. Seht, wie mit einmal der Boden, der sonst eigentlich eher moosig oder mit Farnen oder verschiedenen Gestrüpp bewachsen ist, aufbricht und da diese Ranken mit fiesen, handgroßen Dornen herauswachsen, die unter anderem auch unter die Täuschungsbestien schießen. Aber das passiert ja erst bei ihm im Zug dann. Der jetzt kommt. Die haben wirklich schlecht gewürfelt. Ja. So, das heißt, ich glaube, immer zu Beginn des Zuges oder ist es nur, wenn sie sich bewegen? Nur für 1,5 Meter Bewegung ist die Kreatur. Dann stehen sie jetzt erstmal so da. So quasi, wenn sie sich ein Feld bewegen, müssen sie dann den Rettungswurf machen? Limis ist halt weg. Das heißt, die Kreatur muss sich bewegen, die ich jetzt gerade... Ja, da steht auch noch Illuminus. Dreht sich einfach nur, bewegt sich aber nicht. Mhm. Und die... Geht dort eigentlich auch ganz gut. Also man sieht übrigens nicht nur mit einem Weisheitswurf genau, wo es aufhört und anfängt. Ja. Genau. Gut, ja, tatsächlich müssen sich beide gar nicht bewegen, um weiter angreifen zu können. Verdammt. Deswegen seht ihr jetzt in diesem Moment auch, dass sie kurz vor diesen Donnen zurückstrecken und ihre 6 Pfoten hochreißen. Sie kurz schütteln, ausrichten und danach das Fell aufstellen und es beginnt wieder zu flickern. Und auch der vor dir ist wieder verschwommen zu sehen. Mhm. Oh, okay. Ja, der vor dir greift dich weiter an, weil es einfach so viel Spaß macht. Mit Vorteil, weil du rücksichtslos gemacht hast. Das ist leider nur eine 15. Halt, stopp! Oh. Jetzt dreh dich! Halt, stopp! Ich würfel. Seine Worte. Ja, das nicht? Das trifft nicht. Dann der zweite Angriff ist eine 19. Trifft. Mist, hätte ich da mal den Haltstopp gemacht. Dann sind das einmal 8 Wuchtschaden und 2 Stichschaden. Reduziert auf die Hälfte, weil ich im Kampfrausch bin, das heißt 5 Schaden. Jo, und die andere, bei der anderen, die dreht sich um.
zu Abby. Und beide Tentakel schießen nach vorne. Bitch. Mhm. So, der erste geht auf Abby mit 23. Gerade so. Gut. Ich frage ja nur. Dein Schild. 8 Wuchtschaden und 4 Stichschaden. Mhm. Noch jemand? Nee. Der zweite geht auf Marlo. Mhm. Nein, nicht Marlo! Wenn die beide im Radius, dann musst du tatsächlich würfeln. Wieso? Bei Feindüberschuss auf der. Achso, Entschuldigung, ja. Ja. Sag doch mir eher, bevor ich angreife. Sorry, ich hatte da. Ich bin aber auch schon vor meinem Angriff. Ja, ich habe nicht gesehen, dass Marlo da auch noch steht. Ich habe gedacht, Marlo steht. Dann machen wir jetzt den zweiten, weil diesmal hast du gepennt. Sorry. ja, ist aber tatsächlich Marlos Richtung. Okay. Sorry. So, dann ist das eine. Ja, das ist gut, weil der vorhin hätte getroffen, den ich gewürfelt habe. Der ist jetzt nur eine 9. Trifft nicht. Yes. Marlo hat eine Rüstungsklasse von 12. Yeah. Das Schaf ist mehr gerüstet als du. So, schneller als man gucken kann. Marlo ist ja schon aufgestanden und sieht das kommen. Und es, als würde er teleportieren. Mit einmal rückt er kurz hinter dich. Der Tentakel schlägt in den Boden, reißt die Erde auf. Zieht sich wieder zurück und danach tritt er wieder langsam hervor. Oh. In Wahrheit hat er einfach nur ein gutes Kraut am Wegesrand gesehen, hat sich schnell gedacht, so, oh, das ist aber. Gar nicht der Gefahr bewusst. Sieht ja lecker aus. Ja, damit kommen wir zu etwas anderem. Nun zu etwas völlig anderem. Juna. Deine Mutter ruft dich an in dem Moment. Junges Fräulein, es ist schön, dass du wach bist um diese Uhrzeit. Nein. Du siehst neben dir am Wagen die Plane aufgehen und ein sehr zerrüttet aussehender Künstler steigt seinen Kopf heraus und. Mon Dieu, was ist hier los? Wir werden angegriffen. Was ein Arschloch! Hilf! Hilf, du Professor! Kannst du den Karren in Brand stecken? Aus diesem Zelt. Hab ich das gesagt? Ich hab das gesagt. Mit Romund. Mhm. Er trägt nur seine Bruche. Bruch hängt richtig schön drüber. Er kommt raus und hat ein Rohr aus Metall in der Hand. Mit Holz daran. Und. Rohr aus Metall. Läuft. Aufgeschrieben. 1, 2. 2 nur. Aber der hat ja noch einen. Nee, oder? Einfach nicht. Tritt hervor und nimmt diesen Stock. Und hustet nochmal an den Faden. Yes! Und brennt. Eine Wumme. Und schießt. Und ihr hört einen riesenlauten Knall. Yeah! Scheppert einfach nur. Überall im Wald, es fliegen Vögel auf und ihr hört hunderte Tiere kreischend wegrennen, als er mit seiner Donnerbüchse auf. Yes! Ja! Donnerbüchse. Yeah. Ich habe gerade mit Marlo gewürfelt, um zu sehen, ob er wegrennt. Schön fernasiatisches Feuerwerk. Eine 17, also ich denke, er ist okay. Ist so eine typische Zwergenwaffe, ne? So erstmal die Donnerbüchse raus. Selbst mit Nachteil trifft er. Wen trifft er? Mein oder Lemis? Oder dich. Und das sind. Je nachdem. Das sind nochmal. 5. Rechnen 15 Schaden. Ja. Läuft. Oh Gott, rechnen. Um diese Uhrzeit. Ich seid ihr den Wahnsinn. Aha. Du hast dir den Kampf ausgesucht. Ja, genau. Und ihr seht es noch, wie es aus. Es sind scheinbar 2 Metallrohre, die dort angebracht sind. Und aus dem linken raucht es auf. Und. In dem Moment senkt er ein bisschen und schreit einfach nur rüber. Ey, verpiss dich! Hau ab! Und nimmt wieder das Gewehr hoch und legt nochmal an. Kann diese Runde aber nichts mehr weitermachen. Ah. Okay, also 2 Schüsse geladen quasi, okay. Ja. Das ist eine doppelläufige Flinte, wie geil. Illuminus, wir sind wieder am Anfang der Runde. Und danach Abby. Dieser hier flackert nicht mehr. Aber ich müsste mich von dem anderen entfernen, ne? Genau. Den anderen. Müsstest dich entfernen, ja. Ich bin fixiert.
daran, was Juna gesagt hat. Egal. Ich weiß auch nicht mehr, was Juna gesagt hat. Man weiß das nicht mehr, deswegen einfach weitermachen. Würfel! Ja, wach. Schade, naja, okay. Okay, gut. Weil ich gut drauf bin und weil ich einfach total in diesem Tunnelblick bin, ich sehe einfach nur diesen roten Vorhang vor mir und greife weiter rücksichtslos an. Weiter drauf einhacken, dann leg los. Gleicht sich sozusagen aus dann. Es ist eine 25. Er trifft, das heißt, der zweite hätte dann wieder Vorteil. Das ist eine 13. Die trifft gerade so. Und dann noch der Bonusangriff. Das ist eine natürliche 20. Yes. Yeah. So, dann würfeln Sie mal. Das heißt, ich habe insgesamt 4W6. Ja. Krieg ich und bei dem letzten ist es kein, also bei dem beim kritischen Treffer, gerade so einen Typ umgekriegt, ist es plus 1. Ist nicht plus 1, weil das sozusagen dein zweiter Säbel ist. Okay. Vielleicht ist die Frage, wie schwer ist der Karren? Also es ist ein großer Karren. Ist da irgendwas drauf? Ja, also da wohnt einer drinne mit seinem ganzen Hausrad und es ist halt so ein Planwagen. Katapult! Da oben was drauf, was ich entwenden könnte. Naja, die Plane halt, also den ganzen Aufbau sozusagen. 17 plus 7 sind 24. Das ist nicht schwer, oder? Wahrscheinlich nicht, aber es ist wahrscheinlich festgemacht. Da liegt wahrscheinlich auch jemand drin. Plus 18, 25. Dann nochmal den Zauber lesen. 29. 35 Schaden. Wow. Ja, wie möchtest du es tun? Nie wieder mich wecken! Und aber köpfe ich ihn. Genau. Notiert. Und wenn du sozusagen den ersten Angriff wieder nutzt, um sozusagen ihn auszumachen, platzierst du danach deine zwei Säbel und trennst ihm einfach nur den Kopf ab. Und er geht zu Boden. Du auch. Und ich gehe auf ihn zu. So, dass ich potenziell ihn flankiere. Gehst du in die Dornen? Gehst rein. Du durch die Dornen. Sind das Schichtschaden? Ja. Wie viel? 2W4 pro Feld. Do it. Ein Feld mache ich. Ein Feld? Ja. Also dann bist du aber nicht flankiert, ne? Also ein Feld Richtung Dorn, das heißt Richtung Westen, sodass jemand von der anderen Seite flankieren kann. So, ja, so, okay. Dann würfel mal den Schaden. So, ich? Ich mach. So, du. Ja. Halbiert auf 2. Halbiert auf 2, ja. Ja. So, einfach nur weiter wütend wartest. Whatever. Nach dem Kampf zieht er sich so aus dem Fuß raus. Aha. Next. Wenn das Adrenalin weg ist. Du brauchst jetzt doppelte Bewegung, also es ist halt schwieriges Gelände. Wäre jetzt nicht so schlimm, er hat genug. Ja, damit ist Abby dran, danach Ehren. Mhm. Richtig. Das ist mir, glaube ich. Also, das Vieh hat mir wehgetan. Das ist nicht so schlimm. Das Vieh hat versucht, meinem Schaf weh zu tun, Leute. Jetzt ist Abby sauer. Oh Gott. Ich würde gelenktes Geschoss auf dritter Stufe. Ja. Auf das blöde fucking scheiß Vieh. Mit Nachteil. Ist okay. Wieso mit Nachteil? Ich dachte, das ist. Weil es eine Entfernung. Es hat 3 Meter Reichweite. Die Tentakel schlagen immer noch nach dir. Du bist immer noch in Nahkampfreichweite mit ihm, deswegen Fernkampfangriffe haben. So. Es ist ein Fernkampfangriff. Mhm. Erinnert mich an diese Szene von Midgets gegen die Roboter. 13? 11. Trifft leider nicht. Du willst es gerade. Willst dieses Geschoss gerade loslassen, lädst es lange auf. Diese kleine Kugel, die sich bildet, wird immer greller und heller, selbst gegen das Tageslicht. Und in dem Moment kommt aber sozusagen eine Rückhand von so einem Tentakel, die jetzt nicht mit Krallen bedeckt ist und schlägt dir die Hände weg und du schießt einfach nur in die Wolken. Gut. Besser gesagt, durch die Blätter in die Wolken dahinter. Dann ist jetzt Marlo dran. Avenge me! Dann mal los. Jo. Einmal drauf zurennen und in die Fresse kicken. Jo. Was? Sind 16. 16, das trifft? Battle Sharp.
Und es muss einen Stärkewurf gegen 11 schaffen oder es fällt zu Boden. Musst du dich dafür nicht eine bestimmte Weite bewegt haben? So quasi Rambock-mäßig. Nicht wirklich hier, ne? Dann mit Anlauf. Ram gibt's tatsächlich. Also deswegen. Sonst hätte ich gesagt, er nimmt Anlauf. Also. Tackle! Body Slam! Nee, nur Anlauf nehmen wäre ein Gelegenheitsangriff gewesen, deswegen. Aber wir lassen es jetzt einfach so. Ach so, stimmt. Stärke-Rettungswurf. Schauen wir das mal an. Ja. Das ist scheiße. Ja, dann geht's zu Boden und. Ah, wie cool. Mach's kaputt. Mit 4 Schaden. Schaden. Schafhufe. Schafhufschaden. Damit ändert sich mein. Dieser Jakobsschafbock rammt einfach nur mit seinem doch sehr, sehr imposanten Hörnern volle Kanone in diese Täuschungsbeste hinein und erwischt ihn unter der Brust von seinem Vorderlauf und hebt ihn aus. Allerdings macht dann sein Getrampel scheinbar nicht so viel, dass es die Beste stört. Das Blöken des Grauens. Ja. Ram, brauchst du keinen Anlauf? Sturmangriff wäre mit Anlauf. Dann wieder etwas gelernt. Und wenn du sonst nichts mehr machen möchtest, wäre Ehren dran. Danach Juna. Jo, ich. Ich bin gerade mit der Mutter. Ich wirke meinen Kältestrahl auf die noch stehende Bestie. Mhm. Dafür muss ich jetzt einen Fernkampf-Zauberangriff gegen das Ziel machen. Er ist mit Nachteil. Ist das so? Weil es liegt. Oh Mann. Ja. Das ist ja schade. Mann, dann würfel ich den nochmal neu. Das war eine 9. Einen hast du noch? Ja. Oh, jawohl. Was soll schon noch passieren? Also, das ist jetzt der schlechtere von den beiden, ist eine 17. Ja, der trifft. Das andere wäre eine 20 gewesen, by the way. Aber okay, 17 plus dann halt, was auch immer das ist. Keine Ahnung, aber du hast schon gesagt, dass es trifft? Okay. Ja. Dann macht es jetzt 2 W8. Wo haben wir sie? Kälteschaden und die Bewegungsrate wird um 3 Meter verringert. Oh no. Umgerammt. Oh, das sind 14. 14. Und, yes. Und mit meiner Bonusaktion und meinem Zauber, den ich ja auch noch habe, weil ich jetzt einen Zaubertrick benutzt habe. Habe ich ganz geschickt eingefailt, ha? Du hast meine Klasse gelernt. Fast so, als hätte ich ein bisschen was über das Kampfsystem gelernt. Nach 40 Folgen. Nach 40 Folgen schafft er es dann endlich mal, 2 verschiedene Dinge in einem Zug zu machen. Ich kann nie alles merken, es ist so viel. Das Problem ist halt, ich habe halt. Mein Kit besteht halt im Prinzip. Kit, ja, 10 Cent, ja. Besteht halt im Prinzip nur aus Zaubern, die gleichzeitig. Bitte nicht werfen. Zaubern, die gleichzeitig Aktionen sind. Deswegen kann ich von denen dann immer nur eine pro Runde machen. Ich schaue zu dem Tageslicht auf, das Abby so passenderweise platziert hat. Und wirke massenheilendes Wort auf die es brauchen. Alle Gefährten plus Marlo. Ich weiß nicht, Marlo hat keinen Schaden genommen, aber. Was sind Illuminus und Helimus in Reichweite? 18 Meter Reichweite, also ja. Ja. Okay. Genau, und sage. Gerade eben hatte ich mal was zurückgelegt, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Auch in der Nacht vermag das Tageslicht eure Herzen zu erleuchten. Bitte in das Herz der Karte. Und ihr bekommt alle 6 Lebenspunkte zurück. Yay! Danke, Ehren. Danke, Ehren. Danke, Ehren. Habe ich 36. Ja, möchtest du dich noch bewegen? Ach nee, ich bleib da stehen. Dann Juna, danach Helemis. Wenn ich das richtig sehe, bin ich 6 Felder entfernt, wenn ich 3 Felder nach Norden laufe und dann zur Bestie laufen kann. Kann ich das machen? 1, 2, 3, 4. Also hier wärst du auf alle Fälle jetzt schon
Ja, nee. Das ist die Frage, willst du ganz ran, oder? Ich will ganz ran. Ich würde, wo ich stand, Richtung, also die Frage ist, ist irgendwas, was freistehend ist, wie ein Topf oder so, ist Ehrens Topf frei? Ja, hier daneben, die Dann würde ich da stehen bleiben und also da, wo ich stand. Das Akkordeon liegt da. Würde mir auf die mir auf den Oberarm greifen. Man sieht kurz meine Tattoos und ich wirke Katapult. Dass du nicht das Akkordeon genommen hast. Löwen-Katapult. Du musst einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Ja, wobei ich im Nachteil bin, weil ich liege. Hm? Das ist eine 11. Das wird wohl nicht reichen. Das reicht nicht. Das heißt, du nimmst 3W8 Wuchtschaden. Ja. Ah, die Hälfte mit meiden. Wenn Topf einmal anfängt, kurz in der Luft zu schweben und dann einfach nur fumm gegen den Kopf geschleudert wird. 10 Wuchtschaden. Nice. Also 5. Hm? Also 5, oder? Wegen meiden, oder? Achso, naja, ist ja kein Rettungswurf von mir. Ah. Du hast ja. Ach doch, war ein Rettungswurf. Ein Rettungswurf, ja. Ja, stimmt, dann sind es 5. Oh, okay. Das macht, das fliegt nicht direkt, sondern eher so Tribochet-mäßig. Übermächtigere Belagerungswaffe. Wenn die Täuschungsbestie nach Hause kommt, denke ich so, Alter, ich hatte so einen verrückten Tag. Jetzt war da dieses scheiß Schaf, dann werfen sie mit Töpfen nach. War da so ein Drache, der sich nicht bewegt hat? ich kann nichts weiter machen aus... Warte mal, das war Stufe 1. Also bin ich fertig. Okay. Damit Helemis und danach Nyx. Genau. Ich gucke zu Nyx und sag la le lu, wenn dich einer nervt, schlag zu. Yes. Der badische Inspiration. Sehr cool. Habe ich noch Inspiration? Nee. Nicht mehr. Hier. Und dann laufe ich zur Tiefling-Dame. Warum nicht? Komm ich bis dahin? Ja, 5, 6. Als du dort ankommst, merkst du, sie ist gar nicht mehr da. Ist weg. Weg. Wir sind wieder alleine. Aber ich rufe noch, sie ist weg. Weg. Ich bin wieder alleine. Allein. Okay. Das war's. Mehr kann ich nicht tun, glaube ich. Okay, dann nix. Ja. Wir sind nämlich kurz auf diese Muschel und sie leuchtet auch kurz hell auf und taucht alles in so bläuliches, grünes, also irgendwie alle Farben, also ähnlich wie diese Fäden, die aus rauskommen, Licht. Und in dem Moment ist es doch schon wieder verschwunden und alle um die Kreatur herum sind mit Feenfeuer. Genau, 6 Würfel, 6 Meter Kantenlänge. In Licht getaucht. Jetzt ist dieses Flackern hoffentlich komplett. Das ist jetzt eine interessante Frage. Was ist der badische? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Feenfeuer? Feenfeuer macht sehr vieles sichtbar. Beziehungsweise hebt halt Illusionen oder sowas auf. Aha. Das ist jetzt die Frage, wie es formuliert ist. Formulierung. Rettungswurf, scheiße. Okay. Ja, dann nimmst du trotzdem die Hälfte Schaden. Nee, ist kein Schaden. Ist kein Feenfeuer ist Schaden. Nein. Nein. Ach so. Ja, doch. Ja, genau. Also es würde das aufheben, weil der Zauber gibt euch Vorteil auf die markierten Kreaturen, die das abbekommen haben. Das heißt, es würde den Nachteil wieder ausgleichen. Ah, aber geschickt. Genau. Okay. Das ist... Heute ist doof. Das war kurz eine 19, dann ist es eine 3. Das ist, nice. Ist eine 5, dann... Hat er nicht geschafft. Genau, jetzt sind Angriffswürfe im Vorteil oder aber wahrscheinlich dann jetzt einfach normal. I don't know. Ja, das ist das Ding einfach. Der kriegt Vorteil auf Angriffswürfe. Punkt. Und was dann genau ist, hängt dann immer von der Situation ab, weil. Ja, und es gibt halt keinen Nutzen von Unsichtbarkeit. Ich weiß nicht, ob dieses Flackern dann dadurch. Also das Flackern ist noch erloschen. Er hat jetzt ja getroffen, ja. Ja, okay. Ja. Ja. Möchtest du dich noch bewegen? Um,
Nö. Ich glaube, ich bin da ganz gut positioniert, erstmal. Damit ist die Täuschungsbestie endlich mal dran. ja, sie steht auf. Feindüberschuss muss immer noch würfeln. Nö, muss sie nicht. Nicht? Sie versucht abzuhauen. So ist sie doch. Geht das? Der Bewegungsgrad ist immer noch um 3 Meter verringert, ne? Ja. Achso, sie hätte übrigens auch jedes Mal einen Rettungswurf wiederholen können. Er ist ja bis jetzt nur einmal, das war was? Weisheit? Nee, Intelligenz. 15. Ja. Dann. Okay. Hau ab! Also erstmal steht sie auf. Ja. Und dann versucht sie wegzurennen. Gelegenheitsangriff? Warte mal kurz, Feinfeuer. Kann sie nicht. Stimmt sie von den Dornen? Nee, dadurch, dass ich das Feinfeuer. Das Schaf ein Gelegenheitsangriff? Das Schaf kriegt auch einen Gelegenheitsangriff. Oh ja. 17. 17 trifft? Ne. 4 plus 6, 10 Schaden. Also 10 Hiebschaden. Ja. Du hast aber trotzdem deinen Schaden, oder? Weil es sich bewegt. Ja, Dorn, ich. Ja, ja, 2 Konzentrationswürfe. Achso, ja. Gleich noch zu. Zauber. Alles Namen an. Ist mal noch. Nee, es stimmt, deswegen Konzentration. Der Konzentrationszauber. Dann Marlo noch. Versucht gerade noch auf ihn einzuhacken, als die Täuschungsbestie aufspringt und sich Marlo noch von ihr runterretten kann. Und sie geschwind wie eine Schnecke versucht wegzukommen. Ja, halbe Bewegungsrate und nochmal 3 Meter weg. Ja, das war ihr Zug. Wunderschön. Und ein Counter. Aber halt, schöne Map. Noch nicht. Denn sie hat ja noch eine Aktion und die nutzt sie, um zu laufen. Zum Sprinten. 1, 2, 3. Ich hatte eigentlich auch noch eine Aktion. 5, 6. Ah ja. Oh Gott, das ist das. Dann kommt das auch nochmal weg. Also hätte sie noch 1. So. Schon recht weit weggerannt, ne? Möchtet ihr noch was hinterherfeuern? Ist das Ding denn. Ist. Wie sieht's denn aus? Es ist wahrscheinlich kurz. Es ist gut angeschlagen. Es ist auch eine große Kreatur, ne? In meiner Nähe? Was? Zum Henker? Ich würde ja, meinen Pult nochmal. Ich würde deinen Topf. Ich nur dir die Inspiration gegeben. Juna, lass gut sein. Der kommt nicht so schnell wieder. Wir müssen sicher gehen und ich zücke nochmal meine schwere Armbrust, leg sie an. Ich versuche dich aufzuhalten. Mach einen Stärkewurf. Okay, wenn du es so willst, ich zauber Schwächestrahl auf dich. Oh. Also die Frage ist halt wirklich, ich sage nur, warte bitte. Wir hatten darüber geredet. Könnte eine Gefahr darstellen. Eine Bestie ist etwas anderes als etwas Intelligentes. Bist du dir sicher, dass das eine Bestie ist? Ich konnte es mit meinem Zauber sehr, auch wenn der Zauber nicht so richtig funktioniert hat, Entschuldigung, Abby, kann ich mir gut vorstellen, ja. Jetzt sind ihr 6 Sekunden vorbei und das Vieh ist wahrscheinlich weg. Du siehst es noch gerade so zwischen den Bäumen, wenn, dann wäre jetzt deine letzte Chance. Deine Entscheidung. Ein Kampfrosch verfliegt. Okay. Jetzt hätte ich auch schneidende Worte gewählt, um es aufzuhalten. Okay. Damit verschwindet er zwischen den Bäumen. Du siehst noch, wie er ganz knapp ein paar Äste hochspringt und dann aus deiner selbst erweiterten Dunkelsicht verschwindet. Sag doch, wenn die nach Hause kommt, die hat eine Mörder-Story zu erzählen. Helemis geht sofort zu diesem Bettenlager und durchsucht oder untersucht das, wo die Fliegenlein ist. Okay, dann würfeln wir auf Nachforschung. Okay, dann hat niemand das Biest getötet. Ich gehe erstmal zu dem Lager, wo die anderen Leute sind und gucke, ob bei denen alles in Ordnung ist. Ja. Du siehst, wie Romund, der mit dieser Donnerbüchse da steht, die noch raucht, dir kurz zunickt und dann weiter seine Augen Richtung Wald richtet, ob noch mehr kommt. Du gehst die Zelte ab und siehst, dass die Tagelöhner und die Pagen sich einfach nur ängstlich in ihren Zelten jeweils zusammengekauert haben und sich nicht rausbewegt haben. Sie sind wach, ihnen geht's gut, aber sie sind keine Kämpfer. Ich
gucke in das Zelt hinein, nicke den nochmal bedächtig zu. Die Gefahr ist weg. Danke. Und? Seht es als Pro und Contra. Wir haben jetzt ein Pro und ein Contra. Pro, wir haben die Bestie nicht getötet. Contra, nur ein Baum ist weg. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich gehe rüber zu der Stelle, wo die andere Bestie eigentlich sein müsste, wo sie nicht mehr ist. Ja, also die andere liegt noch da, ich habe sie nur... Also liegt noch da, okay. Ich dachte, sie wär irgendwie verpufft oder so, okay. Mit der großen Base sieht das immer nicht so... Ja, das sieht komisch aus, wenn du hinlegst, ja. Ich habe nur eine 8 gewürfelt auf Nachforschung. Es gibt tatsächlich auch nicht viel zu entdecken. Du bist dir ziemlich sicher, dass du alles erwischt hast. Das ist nur ein Schlafsack und eine Decke von Abby. Ich heb beides auf und den Schlafsack packe ich in die Tasche und die Decke will ich Abby zurückgeben. Ist sie weg? In dem Moment, als du die Sachen einpackst, merkst du eine Hand auf deiner Schulter und eine Klinge in deinem Rücken. Das ist meins. Ich hätte es gerne wieder. Ich hätte es dir auch gegeben, wenn ich... Wieso nimmst du es erst? Ich dachte, du bist weg. Wenn ich dich das nächste Mal gesehen hätte, hätte ich es dir zurückgegeben. Soll ich es da liegen lassen und einfach weiterziehen und dann liegt es da? Ich hol den Schlafsack wieder raus und leg ihn hin. Als du es hingelegt hast, stößt sie dich einfach nur weg, nimmt ihre Sachen und geht noch ein paar Meter weiter von der Karawane weg. Unhöflich. Ich nehme mich wieder zurück und gehe zu der Karawane zurück. Ich gehe auf Helmis zu. Hab Verständnis. Nicht jeder hat immer Hab und Gut gehabt. Ich denke, sie wird sich vieles erkämpft haben müssen. Ja, wenn du meinst. Sie wirkt einsam. Ich glaube, sie ist gern allein. Sonst würde sie andere nicht so viel wegstoßen. Niemand ist gerne richtig allein. Ich würde mich gerne vor das tote Tier hinsetzen. Denk ein bisschen nach und hader so ein bisschen mit mir, aber letztendlich schließe ich nur seine Augen und gebe ihm eine kleine Segnung mit auf den Weg. Und ich lösche mein Licht. Mhm. Und dann sitze ich noch einen Moment da. Ich würde mich da fasziniert daneben setzen und nochmal schauen, wo genau aus dem Tier die Tentakeln rauskamen. Das habe ich irgendwie im Kampf nur so gesehen, aber... Muskeln sozusagen. Also es kommt über den Schulterblättern kommen diese Tentakel heraus. Ich würde mir auch die Bestie genau unter die Lupe nehmen und erstmal herausfinden, ist das eine natürliche Bestie oder ist es irgendwie was herbeibeschworen wurde? Also ist das quasi Inventar des Walds oder wurde es in den Wald gesetzt? Wie willst du sie jetzt untersuchen? Ich nehme meine Hände bedächtig neben diese Bestie und begutachte sie sehr deutlich und versuche irgendwie einen Wink darauf zu kriegen, ob das, ja. Also ja, von ihrer ganzen Art her. Das wäre Naturkunde, oder? Genau, ja. Würfel mal auf Naturkunde. Ich würde versuchen, ihm zu helfen. Ich bin auch schon dabei, da rumzugucken. Weil der da herumsteht und grübelt und Erin auch so einen dieser Tentakel noch mal so anhebt, der wie so eine schlaffe Wurst so in seinen Händen liegt. Das Fleisch, das man essen kann? Ich schlag Ehrens Hand so weg. Wenn es ein Tier des Waldes ist, sollte man das nicht respektlos ein Stück Fleisch behandeln. Ich wollte nur wissen, was es ist. Etwas abseits fange ich an. Sieht interessant aus und ein bisschen verrückt. Mit den Augen angucken. Ich habe eine 23 gewürfelt, by the way, aber okay. Ja, was habt ihr gewürfelt? 23. 14. Ihr ist bewusst, abgesehen von der Natur, dass diese Tiere in Liantir leben.
okay. weil du in den Singenin aufgewachsen bist. Sie kommen nicht in die Singenin, aber sind auf alle Fälle im Waldreich, also im Reich der Waldelfen, ansässig. Sie scheinen aber nicht vollends natürlich aus Altera zu stammen. Sie haben Anwandlungen von allein dadurch diese Tentakel, die sechs Beine, die sie haben, dieses flickernde Fell, sind alles Sachen, die nicht per se typisch Tierwelt Patera sind. Es sind Arten der Feenwildnis, die auf irgendeine Art und Weise hier herübergekommen sind und jetzt hier leben. Okay. Ja. Es ist hier nicht heimisch. Ich vermute, dass irgendwie die Druiden sie hierher geholt haben. Gesundheit. Gesundheit. Voilà. Abby, wie ist es dir genehm? Hier in das Loch oder verbrannt? Gegessen? Und ich spreche zu dir in Halbling. Also... normalerweise würde ich sagen, verbrennen, aber der natürliche Kreislauf sieht vor, dass Tiere, die sterben, von anderen gegessen werden. Und ich denke, das ist in Ordnung. Und wenn du mich kurz nachgucken lässt, was dieser Zauber auf Deutsch heißt, dann würde ich auch noch etwas wirken, das es nicht verfaulen kann. Kompostieren, glaube ich. Was? Kompostieren heißt er, glaube ich. Naja, soll also nicht verfaulen. So sanfte Ruhe. Auf der Ruhe. Dankeschön. Dann würde ich sanfte Ruhe auf den toten Körper wirken, sodass er die nächsten 10 Tage lang nicht verfaulen kann und nicht untot werden kann. Er kann trotzdem gefressen werden von was auch immer, aber er verfault nicht. Ewige Feind von... also nicht vor, die Täuschungsfresse mitzunehmen. Das war jetzt nicht wegen dir. Aber schäm dich, dass du dran gedacht hast. Ich zeige auf das Loch. Fang an, das Loch wieder zuzumachen. Tatsächlich bist du auch noch nicht weit gekommen. Ich glaube, du hast keine Schaufel, oder? Den Topf. Eine dabei haben. Doch, ich glaube, du hattest doch schon mal eine Schaufel. Die habe ich mir aber genommen. Da war ja eine Schaufel. Ja, ja, die habe ich nicht mitgenommen. Da ja. Also habe ich mit dem Topf ein bisschen... also ich habe... mein Herz war da. Ich mach den wieder. Ich wirke als Ritualzauber Leomunds winzige Hütte. Während du das tust, kommt Bomund zu euch, der Zwerg, und hat eine Flinte über die Schulter gelegt. Lästige Biester, ne? Zum Glück mögen die den Krach nicht. War euch alles in Ordnung? Soweit, so gut. Ist noch irgendjemand arg verletzt oder so? Nach langem, nach mehreren Kämpfen? Nein. Tatsächlich nicht. Nur mit dem blauen Auge hält so ein Schild hoch. okay. Ja, normalerweise kommen sie eigentlich nicht auf den Weg. Ich schätze mal, ein wenig wegen, naja, meiner Tätigkeit hier und meiner Knalltüte. Aber ja, vielleicht schaut ihr, dass ihr euch ein wenig, wenigstens versteckt. Es ist besser unter Zelten oder wie dieser Depp da im Wagen zu schlafen, dass sie einen nicht direkt sehen. Dann wird sie auch nicht in Versuchung geführt. Gut, dann schätze ich, werden wir morgen wohl etwas später aufbrechen. Ich glaube, wir brauchen alle noch etwas mehr Schlaf. Ja. Illuminus. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Noch ganz kurz in leiser Andacht, spreche was auf Infernal und schaue dabei zum Mond auf. Und danach bin ich ansprechbar. Ja. vielleicht... kannst mir helfen, weil wenn das tote Tier hier liegen, dann
vielleicht andere Tiere. Also vielleicht, wir können es weiter nach da legen. Meinst du, das wäre... Verstehst? Meinst du, das passt dem Wald so? Ich denke, das ist okay. Könnte auch sonst helfen, wenn auch etwas uneleganter. Was heißt unelegant? Ich glaube, dafür ist es zu schwer, aber... Nein. Ich kann... Katzenkatapult. Was? Gerade 20 Pfund. 10 Kilo. Das sind 10 Kilo? Das ist mehr als 10 Kilo. Das ist quasi ein Panther. Durch den Lux werfen? Nein. Schade. Ich also fange an, mir das vordere Teil dieses Tieres auf die Schultern zu laden. Und das, und das ist mehr oder weniger eigentlich nur die erste Pranke sozusagen von ihm, die du dir so mehr oder weniger über die Schultern legst. Aber Illuminus packt mit an. Ich weiß nicht, ob jemand anders vielleicht noch mithelfen möchte. Ich helfe auch. Ich brauche keine große Hilfe, aber. Kann ich dich vorher zur Seite nehmen? Und zwar beim Ritualkreis machen, aber ich gebe euch das Seil, damit ihr das festbinden und vielleicht wegschieben könnt. Nein. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich lese mit meiner Magierhand derweil meinen Topf auf, der da irgendwo im Gras rumliegt und lass ihn wieder zu mir rüberschweben. Eine unschöne Ecke drin. Er ist noch funktionstüchtig, aber er hat an der einen Seite ist er nicht mehr schön rund, sondern hat so eine gerade Seite. Juna, können wir über deine improvisierten Waffen nochmal reden? Ich gehe auf neue Töpfe. Okay. Ja, ist gut. Hast ja versucht zu helfen. Ihr schafft es auf alle Fälle ohne Probleme. Es dauert einen Moment, aber ihr schafft die Täuschungsbestie ein Stückchen weiter in den Wald und kommt danach wieder zum Lager zurück. Derweil? Nyx. Sag, hast du das Auge noch? Ja. Es ist funktionstüchtig. Schon gewürfelt? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe es aber auch erst vorgestern benutzt. Wenn du gut würfelst? Warte, ich muss kurz... Wieder so 6 Wochen wieder vor oder so? 6 Tage waren 12 Tage waren es ja. Das ist viel zu wenig benutzt. Wenn das Auge... Wofür wurde das genutzt? Das ist gar nicht mehr. Um dich zu finden? 2W6 Tage. Das letzte Mal tatsächlich, um dich zu finden. Ja. Also das 2W6 Tage, Würfel Doppel 1 und dann können wir es benutzen. Habt ihr ja noch vor 2 Tagen. Felios eine Woche. Gefunden. Ah. Oder Hokrem, ich weiß gar nicht. Ja, als wir in die Höhle gespäht haben da. Dann erst den Kreuzteil. Bisschen vorher kann man, aber... Ach, das braucht echt lange, bis man es wieder benutzen kann, ne? Fast 2 Wochen, ne? Ich überlege gerade, ob ich irgendwen... weiß, von wo die von unseren Feinden. Kenne ich irgendwen? Ich habe nämlich noch so einen 4. Zaubergrad, den ich gerne benutzen würde. Ithelios? Hogrim? Hogrim könntest du vielleicht kennen. Du warst auch mit Egos. Ja. Ja, aber nicht jeder hat mit dem Chef der Stadtwache zu tun. Ich hab mit der Stadtwache mal zu tun gehabt, aber... Und wenn ich mich verkleide als Hogrim, zählt das dann? Nee. Ich muss ihn schon genauer kennen. Okay. Ich kann aber auch seine Stimme nachmachen. Ihn nicht ausspähen. Ich könnte ungefähr wissen, wo er ist. Wer ist mit der Magierin, die versucht hat? Du könntest rausfinden, wo Magus Quartus Glendriel Atralef ist. Aber dann haben wir wahrscheinlich nur Richtung und dann ist es Egos oder so. Und ich zauber Kreatur aufspüren und denke an Magus Quartus Glendriel Atralef. Du kriegst ein Gefühl aus der Richtung hinter euch und ein Stückchen weit rechts vom Weg. Also, ich vermute, es ist Egos. Ja. Er ist irgendwo in Egos. Renner sieht gar nicht so. Oh je. Nee. Ja, Egos weiß. Glendriel Atralef weiß nichts mehr von dem. Er hat. Als kennt er. Ja, das ist eine Bestrafung. Sie haben ihn gefangen genommen? Schlimmer. Eine Erinnerung ausgelöscht. Und sein Rang? Keine Ahnung. Vielleicht waren es nur so die letzten 24 Stunden, die er verloren hat. Dann sehen. Oh je. Es tut mir wirklich leid für ihn. Er hat nur versucht, uns zu helfen. Wir können vielleicht morgen etwas versuchen, um herauszufinden, ob er komplett uns nicht mehr weiß
oder ob er uns nur an den letzten Tagen sich nicht erinnern kann. Weil ich bin ihm schon vorher begegnet. Ah. Herr? Oh, das ist gut. Also ich meine, ich könnte ihn noch mal fragen. Ich kann ihn noch mal rufen. Es ist mitten in der Nacht, Helimis. Heute würde ich das lassen. Ich muss mir darüber Gedanken machen. Ich möchte nicht meine Position verraten. Verständlich. Ach Mann. Lass uns erstmal schlafen. Ja, geht schlafen. Kommt in meine Kuppel. Es ist schön warm. Wer hält Wache? Will die Tiefling-Dame auch in die Kuppel holen? Nein. Würde sie. Ein Messer in meinen Rücken gerammt. Sie würde das Angebot vermutlich eh nicht annehmen, oder? Also, ich möchte nicht wieder aufwachen und entweder Flammen vor meinem Gesicht haben, Tentakeln oder ihr Messer. Dann ist ja vielleicht besser, wenn sie auch mit in der Kuppel schläft, dann, weil sie hat als Einzige kein Set. Wir können sie fragen. Ja, ihr könnt sie fragen, ob sie trotzdem reinkommt. Das ist schon meine Sache. Vielleicht sollte Abby das tun. Oder ich kann ihr auch mal fragen. Sie hat ja noch Abbys Decke. Stimmt. Hat sie? Daran, wie viel du hattest. Also, hattest du auf jeden Fall mal erzählt, dass du mal nichts hattest und dann auf einmal wieder alles. Denk daran, wie es dir da ging. Da wäre es auch doof, wenn dir jemand dein Zeug geklaut hätte, oder? Ja. Reaktion. Ich wirke Zungen auf mich selbst. Und gehe rüber zu der Tiefling-Dame. Ja, du findest sie, wie gesagt, noch ein paar Meter weiter weg, hinter der Karawane. Und ist recht schwierig, weil du fast über sie stolperst oder erstmal nicht mehr so viel siehst, jetzt da das Tageslicht weg ist. Und du machst aber rechtzeitig Halt. Und sie liegt vor dir, wie den Abend zuvor, bleibt wie ein Brett in ihrem Schlafsack und starrt in den Himmel. Hallo, bist du noch wach? Ja. Weißt du, ich glaube, du magst uns nicht sehr und ich glaube, du vertraust doch niemandem und das ist in Ordnung, aber... Es ist wirklich ziemlich gefährlich hier draußen und meine Freundin da hinten, die kann uns einen Schutzwall zaubern. Und wir wollten dich fragen, wenn du möchtest, ob du da auch mit rein willst. Muss ich ihr dann als Pfand meine Sachen geben? Nein. Solchen Leuten hatte ich genug. Ach, weißt du, ich glaube... Sie wollte wirklich nur nicht, dass deine Sachen hier zurückgelassen werden. Würfel auf überzeugen. Ich ja so super charismatisch bin. Hallo, ich bin Das ist tatsächlich, was sie nicht kann. Nein, überzeugen ist sie geübt, meine Güte. Na, immerhin. Nicht ganz furchtbar. 16. 16. Rein. Okay. Du kannst doch jederzeit aus der Kuppel wieder rausgehen. Es kann halt nur nichts Böses reinkommen. Toll. Sie steht auf und du siehst, dass sie auch, als sie den Schlafsack zurückschlägt, dass sie auch immer noch den Dolch darunter gehalten hatte. Und steht auf, knöpft sich die Sachen so über den Arm und... Ich gehe voran. Kommt dir ein etwas Abstand hinterher. Nicht direkt auf dem Fuß und vorsichtig. Schaut immer noch in den Wald, schaut an die Kuppel, geht auch noch zwei, drei Schritte nach links und nach rechts und guckt sich dieses Konstrukt an, was da vor ihr steht. Sag mal, darf ich vielleicht fragen, wie du heißt? Wie heißt du? Der Name, den ich ausgesucht habe, ist Shada. Shada. Hat er eine bestimmte Bedeutung? Befreite. Das ist ein guter Name. Oh. Okay.
Hi Leute, das ist Shada und sie sagt, sie würde hier mit uns schlafen, solange sie Helimis nicht ihre Sachen als Pfand geben muss. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Ja, habe ich ihr gesagt. Super, dann können wir ja jetzt weiter schlafen. Ja. Wer passt auf? Ich kann's machen. Okay. Du hast deine 2 Stunden benutzt. Und ja. Ich kann's nicht machen. Und du hast einen Punkt. Eigentlich wäre noch meine Wache, oder? Nein, also das war jetzt sozusagen mehr oder weniger gegen Ende deiner Wache. Ist schon gut, ich mach's. Ich deute währenddessen auf eine freie Stelle in der winzigen Hütte. Ich würde mich bewusst zwischen Shada und Illuminus legen. Gibt so ein ist hier noch Platz? Ganz seltsames Hin- und Hergerutsche in dieser Hütte. Ich meine, sie liegt ja wirklich die Sardinen da drinnen. Ich stelle mir gerade so vor, so alle, wir alle drei, Shada, Yuna, Illuminus. So mehr oder weniger. Sie sucht sich tatsächlich auch einen Platz sozusagen am Rand. Und neben ihr liegt Yuna. Von dem Illuminus und der Rest verteilt sich so. Marlo legt sich ans Fußende. Ich singe euch zum Einschlafen ein Lied der Erholung. Das ist wie ein Mandala. Marlo in der Mitte. Dann alle so im Kreis. Wie eine Blume. Oh, Erin, ist dein Topf kaputt? Ja, aber Yuna hat schon gesagt, dass sie mir einen neuen kauft. Versuche ihn zu reparieren. Ausbessern. Ne? Ah, okay. Genau. Du wirkst den Zaubertrick ausbessern und tatsächlich, die Delle. Bing. Aha. Biegt sich wieder heraus und der Topf ist ganz. Besser als vorher. Dankeschön. Yuna, kannst dein Geld behalten. Welches Geld? Du meinst mein Geld. Unser Geld für die Matsch. Also dieses Lied, das habe ich an Rauch gewidmet. Und das heißt Bella Miau. Oh. Ich kuschel mich an Marlo ran, wenn ich darf. Lado. Ich zaubere es gleichzeitig als Verständigung, sodass er es auch hören kann. Okay. Oh. Weia. Mitten in der Nacht. Freddy schreibt eine Antwort im Chat. Genau. Eines Tages traf ich Rauch. Und wir kamen zum Drachen im Schleierheim. Unser Weg führte nach Wurzelheim. Und jetzt schau ich traurig drein. Eines Tages, da ging Rauch. Und er sagte, ciao, Bella, miau, miau, miau. Unser Weg trennt sich in Wurzelheim. Und jetzt schau ich traurig drein. Miau, miau. Miau, miau. Oh, da was geschrieben? Ne, ich glaube, wir haben eh Verzögerung. Ne? Das wird kommt gleich die Reaktion, garantiert. Gleich. Vielleicht können wir auch das nächste Mal dann nochmal drauf eingehen. Es ist wirklich ein schönes Lied. Aber ich hatte einen langen Tag und wollte echt schlafen. Bis bald, Helimis. Liebe Grüße von Rauch. Wer? Achso, ja. Ja, die restliche Wache vergeht ruhig und ich würde sozusagen das Wissen, dass diese Tiere selten zum Weg kommen, dass ihr jetzt wisst, dass ihr lieber Leomunds Hütte zaubert und dass wahrscheinlich Bomund ganz gut auf die Karawane aufpassen kann mit seinem Knallstock, so machen, dass wir jetzt nicht jede Nacht wieder Wachen würfeln müssen, sondern solange ihr sozusagen diesen Zauber wirkt, sollte alles gut gehen. Da können wir das alles ein bisschen beschleunigen. Mhm. Genau. Allerdings schlaft ihr jetzt erstmal. Und dadurch, dass ihr vorher keine lange Rast zu Ende bringen konntet, schlaft ihr ein Stückchen in den Tag hinein. Allerdings, Yuna. Deine Mutter weckt dich morgens. Bestenfalls. Du findest dich auf einer grünen Wiese wieder, welche von einer Wand aus Bäumen umgeben ist. Die Sonne scheint dir wärmend ins Gesicht und eine leise Brise weht das Gezwitscher von Vögeln an dein Ohr. An diesem Ort stehen einfache,
aber große Zelte, deren Formen dir irgendwie bekannt vorkommen. Wie aus einer vergangenen Zeit, aus einem anderen Leben. Und während dein Blick über diese simplen Behausungen wandert, tauchen wie aus dem Nichts Gestalten um dich herum auf. Groß gewachsen, mit Fell bedeckt, Irrwolks. Sie gehen ihre Wege und verrichten ihr tägliches Handwerk, scheinbar ohne deiner gewahr zu sein. Als du eine der Bewohnerinnen ansprechen willst, ein junges Mädchen mit lockigen, rostroten Haaren, reagiert sie nicht. Sie weicht nicht einmal aus, sie geht einfach durch dich hindurch. Ein Blick wandert ungläubig an deinem Körper hinab. Was ist da gerade passiert? Wie? Ein kurzer Schmerz fährt dir durch den Leib, aber vergeht. Genauso plötzlich, wie er kam. Er war präzise, fast chirurgisch. An einer Stelle deines Körpers, von der du so gekonnt versuchst, mit bunten Farben auf deine Haut abzulenken. Als deine Gedanken dich wieder in den Moment entlassen, bemerkst du Stille. Die Fürbeugs sind verschwunden. Nur Reste eingestürzter Zelte und ein verbrannter Geruch bleiben von dem anfangs so idyllischen Dorf um dich herum. Doch da ist noch etwas. Stimmen in der Ferne. Oder nein, Stimmen in deinem Kopf. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Es werden immer mehr, immer lauter. Komm zurück, komm, komm zurück. Um dich herum beginnt die Welt sich aufzulösen, wie Asche, die man in den Wind streut. Panisch schaust du dich um, suchst nach Halt, suchst Sicherheit. Doch die Realität um dich wird immer kleiner. An ihren Rändern wachsen Flammen in die Höhe, genährt von dem, was vorher war. Sie rücken näher und näher. Angst, Panik und dann eine Stimme. Komm zurück! Du schreckst in deiner Bettstatt auf, schweißgebadet. Alles nur ein Traum. Schau mich um. Ja, du schaust dich um, es ist mittlerweile hell und die anderen scheinen auch gerade in diesem Moment so langsam zu sich zu kommen, wach zu werden, sich vielleicht nochmal rumzudrehen, so nach diesem Motto, nur noch 5 Minuten. Und die anderen Leute der Karawane sind da schon dabei, ihre Zelte einzupacken. Ich würde kurz aus der Kuppe gehen und mir einen ruhigen Ort suchen. Und mein Ritual mich durchchecken. Wie du es schon so häufig getan hast, prüfst du dich, deinen Körper, deinen Geist. Scheint sich nichts verändert zu haben. Geh wieder zu den anderen. Morgen. 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 Auf Aufschlafmützen. Wir müssen langsam weiter. Kreuztal und die Elfen. Ja. Ich schaue nach rechts und gucke, ob Shadar noch da ist. Sie ist schon wach, schon aufgestanden. Aber du siehst sie wieder etwas im Rücken der Karawane. Sie hat ihr Zeug schon gepackt und sitzt am Wegesrand auf einem Stein. Mhm. Isst irgendwas Kleines. Okay. Ja. Ja. Apropos Essen. Ihr müsst noch für den gestrigen Tag hat ja Erin Essen zubereitet. Da müsst ihr nichts abstreichen. Und was wir gestern vergessen haben zu würfeln, ich brauche von allen von euch noch einen Konstitutionsrettungswurf. Ja. Gestrigen Tag. Gestrigen? Ja. Also über den Tag. Wegen dem Dschungelfieber. 20, natürlich. Geschafft? 10. Gerade so geschafft? Och. 19. Geschafft? Natürliche 20. Meine Erschöpfung ist weg. 11. Geschafft? 8. Geh mal kurz. Du erwachst und hast leider keine Vorzüge der langen Rast genossen. Also deine Trefferpunkte sind noch so wie vorher, deine
Fähigkeiten sind so genutzt wie am Tag zuvor und du merkst, du hast dich die Nacht hin und her geworfen. Das, dir ist heiß, du hast Fieber, dir geht es nicht wirklich gut. Und ihr kennt das schon von Juna und Nyx. Das heißt, du könntest dir Hilfe suchen, wenn du möchtest. Du könntest dir Hilfe suchen, wenn du möchtest. Geh zu Abby rüber. Sie wünschen. Oh, du sehen nicht gut aus. Ich kann meine Augen kaum offen halten, weil es doch eine ziemlich lange Nacht war. There. Geil. Ich wirke geringe Wiederherstellung. Nebenbei auch auf Marlo, weil der hatte eine 9 und ich glaube, das kann. Oh je. Ja. Also ihr werdet sozusagen die ganze Zeit gestochen und gebissen. Es ist nicht schön. Es ist nervig, es ist jetzt, aber wir würfeln sozusagen nur, wann mal eine Krankheit durchkommt. Während ihr gerade euer Zeug zusammen packt, hört Helemis eine Stimme in ihrem Kopf. Die gerade frühstückt. Ja, während du gerade isst, hältst du kurz inne und es ist Glendriel. Ich stehe unter Hausarrest, aber die Rettung von Katara spricht zu meinen Gunsten. Allerdings wird beraten, wie mit dem Vorfall und euch umgegangen werden soll. Und direkt im Anschluss, ohne dass du antworten kannst, noch eine Nachricht. Ich versuche, am Plan festzuhalten. Meldet euch nicht bei mir. Antwortet nicht. Das ist sicherer. Versucht, Averin zu verlassen. Das wird eine Verfolgung erschweren. Und damit beenden wir die heutige Sitzung. Oh, dann kann er sich nicht erinnern. Ja. Oh. Du dir am meisten Sorgen gemacht hast. Du hast das noch gehört. ja, vielen Dank fürs Reinschalten an euch da draußen. Wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns hier am Tisch. Und wenn ihr Lust habt, schaltet ihr einfach nächste Woche wieder rein. Selbe Stelle, selbe Welle. Mhm. Und nicht vergessen, keep on rolling. Tschüssi. 7!